Hallo, herzlich willkommen bei Wiederaufführung. Alte Filme, neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei, jede Menge gefährliches Halbwissen mit Kali und Max. Hallo, hallo. Hallo. Heute sind wir schon bei Ausgabe Nummer 171. Und du hast einen Film dabei. Genau, hab ich. Und zwar einen Film, den wir schon mehrmals, glaube ich, angekündigt haben in diesem Podcast. Oh. Und der auch gewünscht war tatsächlich. Und das ist Die Erben von 1949. The Heiress. Genau. Ein Film, der tatsächlich zu meinen Lieblingsfilmen gehört, muss ich sagen. Und ich bin auch fest davon überzeugt gewesen, lange Zeit, dass wir den schon besprochen haben. Deswegen bin ich jetzt echt überrascht, dass wir es nicht gemacht haben. Also ich weiß, wir haben ihn auf jeden Fall schon mal zusammen geguckt gehabt. Und ich habe ihn sehr häufig gesehen und ja. Ja, ich habe ihn, glaube ich, das eine Mal gesehen, ja. Einmal? Ja. Ich bin jetzt auch gespannt, so oft das Wiedersehen. Also ich habe ja so quasi das Grob noch im Kopf und also grobe Züge und mal schauen, was mir jetzt so auffällt, einfällt. Weißt du noch, wie du in Erinnerung hattest? Was ist in Erinnerung? Den Film? Ja. Ja, war okay. War irgendwie, ich weiß nicht, ging ja mehr so Richtung Drama und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich was anderes erwartet hatte oder so, aber ja, quasi noch ein bisschen distanziert. Wir sind noch nicht zu einer sehr innigen Beziehung gekommen. Das war so mein Erlebnis damals, so würde ich das einstufen. Ja, wie geht's dir denn? Ja, also ich habe den Film, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, da fand ich ihn so, also ganz, ganz toll und war total geflasht, weil ich wollte mich gar nicht aufhören. Ich hing richtig am Bildschirm dran. Ne? Und ich habe den Film halt jetzt schon mehrere Mal mein Leben gesehen und ich fand ihn immer wieder toll. Also ich für mich so eine der Sternstunden des Classic Hollywood. Und hast du ihn bisher eher auf Deutsch geguckt oder auch immer im Original? Oder? Na, das allererste Mal hatte ich ihn im Fernsehen gesehen. Mhm. Am 20. April 1999. Uiuiui. Das weiß ich noch ganz genau. Und da war er natürlich auf Deutsch. Und nachdem ich ihn, wenn er im Fernsehen lief, habe ich ihn immer auf Deutsch gesehen, sage ich mal, wie es ist. Und als ich dem dann die DVD mir geholt hatte, dann habe ich ihn auf Englisch gesehen. Also von daher kenne ich beide Variationen. Ja, wenn ihr Die Erben noch nicht gesehen habt und vielleicht auch noch nicht das Gespräch hören wollt, sondern schon vorher sagt, ich möchte diesen Film mal haben. Wir haben bei uns im Regal eine DVD, eine gebrauchte, und da wir uns jetzt vor kurzem die neue Blu-ray zugelegt haben, die wir gleich schauen werden, geben wir diese gebrauchte DVD ab. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist bei dieser Folge auf unserer Webseite wiederaufführung.de einfach zu kommentieren, und zwar haben wir uns abgesprochen und würden gerne wissen wollen, was ist euer Lieblingsfilm aus der Zeit des Classic Hollywood? Jo. Das Ganze läuft bis 31. Oktober 2020. Es besteht kein Anspruch auf Barauszahlung. Wir geben einfach diese DVD ab unter den Leuten, die eben kommentieren. Bei dieser Folge bis 31. Oktober zum Thema Lieblingsfilm Classic Hollywood. Was haben wir denn so zu besprechen vor diesem Film, bevor wir den gucken? Dann ist ja jetzt mit der Erwartungshaltung, ist das ja eigentlich so eine Sache. Wie ist es bei dir mit der Erwartungshaltung? Hast du Angst, der könnte jetzt schlechter sein, als du in Erinnerung hast? Nee, auf gar keinen Fall. Also ich finde es ja immer spannend, wenn du halt Filme total gerne magst und auch immer wieder guckst, dann ändert sich ja trotzdem dein Blickwinkel, weil du dich ja änderst. Und deswegen bin ich gespannt, was ich neu entdecke tatsächlich. Ja. Aber ich habe jetzt keinen Zweifel daran, dass sie mir noch gefallen wird, tatsächlich. Weil ich ja bei Classic Hollywood sowieso immer sehr laut anspringe. Dafür also gespannt sein. Ja, bei mir ist so, machen wir nachher vielleicht mal ein bisschen ausführlicher, die Personalien vor, hinter der Kamera so ein bisschen. Ist ja ein Film von William Wyler, von dem habe ich mittlerweile zwei Filme gesehen und vielleicht habe ich da jetzt noch eher ein Gefühl so für ihn, was er so, wie er so inszeniert und sowas. Ich habe auch zwei Filme mit ihm gesehen und ich finde beide fantastisch. Mit ihm, von ihm. Ach so, ja, meine ich ja. Was hast du gesehen? Was hast du denn gesehen? Ich habe Ben Hur gesehen. Oh Gott, nein, den habe ich auf gar keinen Fall gesehen und den werde ich auch nie sehen. Das sage ich dir jetzt schon. Du zwingst mich. Und ich habe gesehen, An einem Tag wie jeder andere, The Desperate Hours von 55 und Ben Hur ist von 59. Ist also quasi beide Filme nach der Erben entstanden. Was hast du gesehen? Ich habe natürlich die Filme von ihm gesehen, die jede Frau gesehen haben muss. Ich habe eine Idee. Einen Film habe ich hier aufgeschrieben. Das ist bestimmt ein Volltreffer.
Roman Holiday, ein Herz und eine Krone. Aber sowas von. Also es gibt kaum ein schöneres und rührenderes Ende als dieser Film. Also und es ist ein Film, der eine Ikone ist für jede Frau an sich. Also ich finde, das ist ein wunderschöner Film. Und hast du den nicht gesehen? Ja, hast du ihn nicht gesehen? Ich habe ihn nicht gesehen. Du hast mir auch davon erzählt. So. Ah, der ist so, das ist so. Und was ist der andere Film? Funny Girl, was genau stimmt, die gleiche Begründung von mir hat, aber das ist halt, ja, ich habe ja so ein kleines Faible für Barbra Streisand-Filme von die Älteren und da bin ich ja voll Mädchen und ich fand Funny Girl, wie sie singt und sich hocharbeitet, das ist einfach Wahnsinn, das ist schon eine ganz, ganz tolle Rolle. Und ich glaube, wenn ich mich nicht völlig verguckt habe, das könnte sogar sein letzter Film gewesen sein. Okay, na, nochmal kurz. Nee, danach hat er nochmal eine Sache, das ist vorletzte Projekt war Funny Girl gewesen, da waren nochmal zwei hinterher. Aber also ich habe bei der IMDb geguckt und danach, das war irgendwie 2000 irgendwas, wo ich dachte, okay, da wer weiß, das sind irgendwelche Archivaufnahmen vielleicht. Also ich weiß jetzt, eine Kronos auf jeden Fall von 66 und Funny Girl von 68. Also sind für mich auf jeden Fall zwei Filmklassiker, die in jeden Filmschrank gehören, weil die einfach fantastisch sind. Also Funny Girl vor allen Dingen für die Musical-Liebhaber wie mich und Herz in der Krone für jede Frau, die mal träumen möchte und einfach mal einen Tag Prinzessin sein möchte und das ist wirklich und gerade Audrey Hepburn und ihre Outfits da, was ja, das ist wahrscheinlich unnötig, das zu erwähnen, weil Audrey Hepburn immer fantastisch aussieht im Film, aber das war noch, hat nochmal ein ja, die Krone aufgesetzt. Das ist wirklich eine unglaublich tolle Film. Hier wird also schon heftig geschwärmt. Ja, also das sind so, es gibt gewisse Filme, die sozusagen so dieses Mädchengen aktivieren in einem und das sind definitiv zwei davon. Ja, die habe ich, wie gesagt, beide nicht gesehen. Ja, wollen wir schon zur Tat schreiten direkt und diesen Film schauen oder hast du noch etwas, was du jetzt so im Vorbereich noch erwähnen möchtest? Nö. Das machen wir alles nachher, ne? In diesem Sinne, Madame, möchte ich Ihr Geld? Sind Sie eine reiche Erbin? Bis gleich. Ja, da sind wir zurück, haben uns die Erbin angeschaut. Du sag mal, wieso konntest du dich eigentlich so gut an das Datum erinnern? Ach so, ja, das liegt einfach daran, dass ich aus der Schule damals gekommen bin und dann den ganzen Tag Berichterstattung waren wegen Columbine. Also okay. den Amoklauf in Littleton tatsächlich. Und sozusagen, das war das erste Mal, dass ich von einer Schulschießerei gehört habe in meinem Leben. Zu dem Zeitpunkt. Und das lief halt auf allen Kanälen drauf und runter. Und dann abends, als ich mir ins Bett gelegt habe, habe ich dann weiter durchgesappt und da war bei Arte, lief dann die Erbin. Und dadurch war das dann, dass ich das halt so eine Erinnerung habe. Okay. Also, ja. Krass. Naja, es gibt ja schon in der Geschichte manchmal so eine sehr tragischen, prägnanten Momente, sozusagen, die auch irgendwie hängen bleiben in der Berichterstattung, mit dem man aufwächst. Und das sozusagen, Columbine war auf jeden Fall eins dieser Elemente. Und zu dem Zeitpunkt war ich 13, glaube ich. Gerade 13 geworden und das war schon beängstigend damals. Und dadurch, das ist halt das auch erste Mal, ich glaube, das war auch das erste Mal, dass sozusagen weltweit über sowas so ein Vorfall berichtet worden ist. Und dadurch habe ich das halt noch genau im Kopf. Und da war halt Arthur ein sehr schöner Kontrast. Krass, ja. Ich weiß gar nicht, wie ich das damals mitbekommen habe. Ich glaube, ich erinnere mich eher an so dieses Thema, die Debatte darum, ob Computerspiele das auslösen und die schuld sind sozusagen, wenn man die Computerspiele verbieten würde, wäre alles besser. Ja, und Marilyn Manson, ne? Der hat auch ganz schön einen Fettwerk gekriegt zu der Zeit. Naja, hat sich dann die üblichen Verdächtigen gesucht. Und wahrscheinlich ist die Lösung, wahrscheinlich ist die Antwort darauf eher so, dass, zumindest bin ich heute mittlerweile so der Ansicht, dass ich nicht glaube, dass das Verbot von solchen Sachen was bringen würde, sondern dass es wichtig ist, sich darüber auszutauschen. Und natürlich kann das bei bestimmten Leuten können das Sachen auslösen, die dann eben der Meinung sind, ach, dann kann man ja auch reale Gewalt verüben oder sowas. Aber ja, you never know. Also ich weiß nicht, ob du dich noch einen Sinn kannst, aber da kam ja damals 3 Jahre später hier von Michael Moore, Bowling for Columbine sozusagen ins Kino. Habe ich von gehört. Ja, und auf jeden Fall, das war das ja damals sozusagen ein Pflichtprogramm in den Schulen, dass man den halt im Kino guckt.
Und da war halt unter anderem auch ein Interview drin mit Marilyn Manson. Und ich habe ich habe in der Jugend die ganze Zeit Marilyn Manson gehört und ich höre den halt heute noch auch sehr, sehr gerne. Und wann hörst du immer Marilyn Manson noch? Du hörst auch K-Pop. Nee, ich habe keinen festen Musikgeschmack. Das ist ja immer meine Achillesferse. Marilyn Manson höre ich halt unglaublich gerne und zu dem Zeitpunkt habe ich nur gehört und wurde halt damals von Michael Moore auch interviewt zu dem Zeitpunkt. Mhm. Dass er die Schuld kriegt und dann hat er auch gesagt, naja, das ist eine Mediendarstellung. Das ist eine Darstellung, eine Sichtweise, die Medien projizieren wollen. Man könnte genauso gut sagen, Bill Clinton hat da jetzt Bomben hingeschickt, dann ist er schuld. Das ist eine andere Sache. Und dann hat Michael Moore ihn direkt gefragt im Interview damals, wenn du jetzt aber mit den Opfern oder den Tätern reden könntest von Littleton, was würdest du dann zu denen sagen? Und er hat gesagt, ich würde denen gar nichts sagen, ich würde denen zuhören. Und das ist genau das, was keiner gemacht hat. So, und ja, das fand ich ein ziemlich cooles Statement, finde ich auch heute noch so. Und ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, also ich kann mich zum Beispiel entsinnen, als ich aufgewachsen bin, da kann ich mich noch an Erfurt erinnern und an Winnenden sozusagen. Aber das sind so die einzigen beiden, die ich noch so im Kopf habe. Und Erfurt, weil es einfach sehr nah war, das wurde bei uns auch ganz toll in der Schule auch nochmal auch thematisiert. Um sozusagen auch mit den Schülern zu sprechen. Und das ist, nichtsdestotrotz. Und für mich war das halt immer so ein amerikanisches Grundproblem. Also das war für mich jetzt, wir hatten natürlich auch in Finnland das und in Norwegen in anderer Form und auch in Frankreich teilweise wird Jahre mal was gehört, aber sind halt Gott sei Dank Einzelfälle, muss man so zu sagen. Aber in Amerika gehört das für mich halt zur Tagesordnung, einfach durch diese Waffenregelung unter anderem und das finde ich schon sehr krass. Also das ist ja gefühlt alle 3 Monate sowas und gerade auch ich habe ja ein Faible für Highschool-Serien und da ist zum Beispiel auch immer eine Folge über eine Highschool-Schießerei dabei, weil das einfach so in diesem kollektiven Gedächtnis auch verankert ist. Ich glaube, wo mir das zum letzten Mal jetzt nochmal bewusst war, ist hier bei Unhinged außer Kontrolle im Kino geguckt und da wird dann auch einmal der Junge zur Schule gebracht, also ein Sohn von der Hauptfigur und da ist dann eben auch so ein, ich weiß nicht, ob es ein Polizist ist oder Sicherheitsdienst, aber da läuft dann jemand halt vor der Schule umher und ich dachte so, also wie ich so dachte, warum ist das sozusagen anscheinend oder wahrscheinlich selbstverständlich? Also das, wenn Amerikaner das gucken, denken sich wahrscheinlich gar nichts dabei und ich denke mir, oh Gott, wie muss das sein, wenn da irgendwie Sicherheitsdienst so rumläuft und so. Also bei mir hängt das einfach auch mit dieser Aversion gegen Waffen zusammen. So, wenn ich jemanden mit einer Waffe sehe, fühle ich mich automatisch sehr unwohl und so, weil ich denke, naja, der kann die jetzt benutzen und egal, ob der jetzt in Anführungszeichen für den Staat arbeitet oder sonst wie. Mhm. Am Ende ist das ein Mensch und alles so. Ja, na, vor allem bei uns, wir wohnen ja auch in Deutschland, bei uns ist es ja auch nicht gang und gäbe, dass Leute sozusagen Waffen besitzen und immer damit rumrennen unbedingt. Noch nicht, zum Glück, ja, aber nachdem ich so gehört habe, was war hier so das Thema Kleinstwaffen, wie viele Besitzer es mittlerweile gibt, so in den letzten Jahren, da habe ich auch so gedacht, oh Gott, meine Fresse. Ja, aber das ist, aber ich finde halt, also ich kann mich halt doch extrem an, also Columbine ist ja jetzt heute ein Sinnbild, trotz dessen, obwohl es teilweise auch Amokläufe gab, die halt noch eine höhere Opferzahl gebracht haben oder halt auch brutaler gelaufen sind, aber es ist halt ein Sinnbild, mit dem auch sozusagen das Prägen für meine Jugend halt war, in diesem Umgang und da kamen ja diese ganzen Begriffe her, sowas wie Generation XY, die Teilung, Generation Columbine, sozusagen alles, alle, die nach dem 20. April 99 geboren sind, haben keine Zeit erlebt, ohne eine Schulschießerei zu hören. Und das ist schon sehr, sehr tragisch. Also finde ich schon ein sehr heftiges Thema und deswegen ist es bei mir halt so im Gedächtnis geblieben. Es ist, wie auch wenn das jetzt sozusagen nicht auf unserem Kontinent passiert ist, ne? Das ist ja wie 9-11, das hat uns ja auch alle schockiert. Ja. Ne? Also. Ich weiß gar nicht, ob das alles schockiert hat, aber es war auf jeden Fall von sehr, sehr großer Reichweite und Bedeutung. Ja, ich überlege gerade, jetzt hast du mit den Generations gesagt. Ich war nochmal ein bisschen jünger und vielleicht war das auch so ein Moment, wo ich dachte, ja, die schaffen es, oder wo ich einfach so überzeugt war, ja, das sind halt diese doofen Waffengesetze in den USA, wenn die keine Waffen haben dürfen, dann wäre das nicht passiert. Mhm. Was zu einem ganz minimalen Grad wahrscheinlich der Wahrheit entspricht. Aber natürlich ist auch das nur ein Schritt wahrscheinlich zur Lösung dieses ganzen Problems, weil selbst wenn die keine Schusswaffen gehabt hätten oder so, hätten die ja wahrscheinlich trotzdem diese Wut oder diese, weiß ich nicht, was auch immer in denen vorgegangen ist, trotzdem ja gefühlt wahrscheinlich. Und das ist ja eigentlich mehr so das, oder nochmal ein ganz anderer Hebel, wo vielleicht noch eine viel, viel größere Ursache drin liegt, eben das der Umgang von Menschen miteinander. Und ich glaube, viele,
wenn nicht sogar alle, die in der Schule waren, haben irgendwann mal erlebt, wie das ist, wenn man dann ausgeschlossen wird, wenn man irgendwie bloßgestellt wird oder sonst was. Und in der heutigen Zeit ist es ja noch schlimmer, da hast du ja noch das Internet, das haben wir in unserer Zeit ja gar nicht groß gehabt. Damals haben die einem das wenigstens noch direkt ins Gesicht gesagt. Nee, aber stell dir das mal vor, in der heutigen Zeit, die Kinder, die wirklich gemobbt werden, das war für uns so, wenn wir irgendwas erlebt haben, ist nach Hause gegangen und dann war Ruhe. Und dann bist du zur Schule gegangen, dann ging es vielleicht weiter oder können natürlich nicht wehren können. Aber in der heutigen Zeit, die Kinder kriegen ja keine Ruhe, die kommen nach Hause. Denn die sozialen Medien können so zugespammt werden, dass sie halt das immer kollektiv vor Augen haben. Das stelle ich mir schon sehr, sehr schwierig vor. Also eine Ruhe im Sinne von nicht direkt damit konfrontiert werden. Aber ich glaube, im Kopf arbeitet das bewusst oder unbewusst ja dann immer noch. Ja, aber ich glaube, in der heutigen Zeit ist es, also ich stelle mir das noch deutlich schlimmer vor, gerade wenn das Cyber und das Bullying vor Ort physikalisch vor dir hast und dann hast du aber nach Hause noch, kommst das Cyberbullying nochmal mit. Also ich glaube, das ist schon sehr, sehr schwierig, auch gerade so für Pädagogen und Eltern heutzutage damit umzugehen. Also ich glaube, das war einfach immer schwierig, weil es einfach, jetzt mal abgesehen vom Internet an sich, so dieses Thema, in welchen gesellschaftlichen Gruppen man bewegt man sich sozusagen. Also es kann ja auch sein, du bist eben vielleicht in der Schule gemobbt worden und dann hast du aber mit den gleichen Kindern oder dann teilweise auch Kumpels oder so, dann auch nachmittags noch irgendwie was zusammen gemacht, weiß ich, dass du auf dem Spielplatz warst oder je nachdem, wie alt diese Leute eben sind oder eben im Sport oder im Schützenverein oder Nachwuchsschützenverein oder was auch immer die vielleicht eben zusammen noch gemacht haben, trotzdem, ne? Das kennt man ja auch, wenn man irgendwie beste Freunde war oder so, man hat ja trotzdem mal irgendwie vielleicht auch den Tag gehabt, wo man richtig böse zueinander war oder wo man hinterher auch gedacht hat, ja, warum haben wir das eigentlich gemacht oder solche Sachen. Ja, aber ich glaube auch tatsächlich, ich meine, gerade Bullying von Columbine hat ja damals auch wirklich nochmal diese Verbindung zu der NRA aufgezeigt und mit den Waffengesetzen und ich glaube schon, dass die Zahlen wirklich niedriger wären in Amerika, wenn die Jugend oder die Menschen nicht so leicht an Schusswaffen rankommen würden. Das glaube ich schon. Aber das ist schon ein weites Feld, ein weites Thema. Also aber dementsprechend, um sozusagen mal den Bogen zurückzufinden, also und dadurch, dass es halt so in den Medien so stark gezeigt worden ist, habe ich das halt noch so stark im Kopf. So habe ich halt auch die Erben entdeckt und das war auch, glaube ich, einer meiner ersten Filme aus der Ära des Classic Hollywood, auf den ich mich dann komplett fokussiert habe in dem Alter, weil das andere hat mir in dem Alter halt Angst gemacht. Ne? Das war aber, dann war man halt beruhigt, dass es halt weit weg ist. Ja. Ne? Das war mit Erfurt schon viel härter. Da hat man das Gefühl gehabt, das ist jetzt hier. Ne? Damals, das war schon eine andere Nummer. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, wie der Bierumgang war, aber zum Beispiel als in Erfurt das war, ich weiß gar nicht, wann war das, 2002 in dem Dreh, da hatten wir damals von der Schule aus wirklich Pflichtpädagogikstunden gehabt zur Aufarbeitung und dass die Schüler auch bewertet worden sind. Wer könnte problematisch sein? Wer frisst in sich rein? Wer soll sozusagen zum Schultherapeuten? Das wurde wirklich in jeder Klassenstufe, sozusagen in meiner alten Schule, so gehandhabt. Ne? Das war schon eine sehr starke Reaktion darauf. Ist auch krass, ne? Wie lösen wir das? Ja, die wir für unsicher halten, die schicken wir zu irgendwelchen anderen Menschen, statt dass wir versuchen, die Gruppendynamik zu verbessern oder so. Also eigentlich sind das ja nicht die Ursachen liegen ja nicht unbedingt bei den Kindern selbst dann wahrscheinlich, sondern wie mit denen umgegangen wird, also was denen ja zugestoßen oder zugefügt wird. Ja, das ist ja das Schwierige bei diesen ganzen Sachen, weil du es meistens ja gar nicht nachvollziehen kannst im Nachhinein. Ja, meistens ist es eben so, hier mal klein, da mal klein, dort mal klein und wenn dann aber einer sozusagen nach, weiß ich nicht, 20, 30 solcher kleinen oder vermeintlich kleinen Sachen dann plötzlich eine Sache tut, die dann quasi alles zusammen beantwortet oder eine Reaktion darauf ist, die dann eben deutlich stärker ausfällt, dann ist das immer, ja, das ist der Böse so ungefähr. Und dann eben dieses, ja, man muss sich eigentlich immer auch die eigene Nase fassen. Also ich habe mit Sicherheit auch immer irgendwie Scheiße da gemacht, so mit anderen. Aber ich finde es halt schwierig auch zu sagen, dass sozusagen das immer eine Reaktion auf Mobbing ist. Da können auch ganz viele andere Einflüsse sein, die man gar nicht mitbekommt. Ist halt sehr, sehr schwierig, sehr, sehr schwierig, die Sache auf den Kopf zu kommen. Wäre jetzt auch sehr überraschend, wenn wir in, weiß ich nicht, 5 bis 10 Minuten dieses psychologisch-gesellschaftliche Problem gelöst hätten und die Antwort gefunden hätten. Nachdem das schon, ja. Also ich kann mich daran erinnern, ich habe damals noch die GameStar gesammelt im Jugendalter und da war das dann natürlich auch ganz groß, so das Thema hier, ja, kam ja diese Wortschöpfung des Killerspiels von der Politikseite und ich kann mich an den
Kriminologen Dr. Pfeiffer erinnern, der da immer wieder anscheinend als Experte heranzitiert wurde. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob der bis heute noch dabei ist. Also ich hatte irgendwie vor ein, zwei Jahren, da war es mal ein anderes Thema und da tauchte sein Name wieder auf. Da dachte ich so, ach, hier, den kenne ich noch. Viel schlimmer war aber, dass ich dann gedacht habe, es ging um was anderes. Ich dachte, ja, irgendwie kann ich diese Argumentation gerade durchaus nachvollziehen. Wobei ich damals gesagt habe, weil er meinte, ja, wir müssen diese Spiele verbieten und dann ist quasi auch wieder Ruhe und dann wird keiner gewalttätig, wo du denkst, ja genau, außerdem verbieten wir noch Mensch, ärgere dich nicht, damit niemand einen anderen Menschen ärgert oder sowas. Also wo ich natürlich in meiner Jugend gedacht habe, nein, nein, dieser Mann muss völlig falsch liegen. Ich spiele das ja auch, ich schieße ja auch keine echten Menschen tot, ich kann das ja auch unterscheiden, aber naja. Also ja, genau, ich habe es darüber habe ich das, glaube ich, so noch am ehesten irgendwie in Erinnerung. Ob ich das damals nur darüber wahrgenommen habe, glaube ich natürlich nicht. Auch durch die Zeitung dann noch, aber gerade über das Lesen der GameStar, wo das dann eben groß thematisiert wurde und immer wieder dann. Und ich glaube, das hat sich, ich weiß nicht, ob sich das bis heute gehalten hat. Also dieser Begriff eben des Killerspiels statt Ego-Shooter oder Action-Spiel oder sonst wie was, der hat schon seinen Weg. Ist sein Weg gegangen, dieser Begriff. Das ist schon krass, ne? Also wenn man halt so über nach, also ich habe ja nur als Kind auch sehr, also von der Jugend an halt sehr, sehr viele Filme und Serien mehr geguckt, weil das immer so mein Steckenpferd damals war und ich das halt gerne gemacht habe und aber es gibt halt ganz viele Sachen, die man halt auch mit Nachrichten auch verknüpft, dass man halt genau sagen kann, das ist halt das Jahr. Also ich weiß, als ich klein war, da war ständig Bombenangriffe auf Terroristen in Ägypten gewesen oder mit der IRA, das ist da wieder in Irland, hat da wieder geknallt, in Belfast, ist in Dublin geknallt. Also das war ganz toll. Ich kann mich noch an das Zugunglück vom ICE in Ashford erinnern. Das war eine ganz tragische Geschichte. Und wir erinnern uns alle an MFG von den Fantastischen Vier. Da war das nämlich auch dann aufgegriffen, ja, dieses hier, ne, einfach mit diese ganzen Kürzeln und Eschede war auch eine dieser vielen Kürzeln. Ja, aber das war schon sehr, sehr stark. Und dann kam halt, ich glaube, dann kam ja ein Jahr später, war schon das mit Erfurt, wie gesagt, gewesen. Also ich könnte es nicht mehr mit Jahreszahlen zuordnen, muss ich gestehen. Nee, ich muss ja noch auf der alten Schule gewesen sein. Ich kann zumindest sagen, es war nicht immer in der Oberstufe. Also. Ich kann mich eben nur an 11. September, kann ich mich so erinnern, weil meine Schwester in Amerika war zu dem Zeitpunkt. Und ich saß, also ich war vom Fenster, ich weiß nicht, ob ich frei hatte oder ob ich krankgeschrieben war oder irgendwas und guckte. Ich weiß gar nicht, ich guckte halt irgendwas im Fernsehen und dann war so quasi, ja, Programm unterbrochen, hier. Und ich so, hey, was ist das denn jetzt für ein, weil ich habe umgeschaltet und dann war so, ja, hier, was ist das jetzt für ein Film, für eine Serie? Nee, das waren Live-Bilder, wie die Twin Towers brannten und in sich zusammengestürzt sind. Das war so nicht begreifbar. Also man hat es gesehen und das war echt, aber was du heute ja noch viel stärker hast, man nimmt das über einen Bildschirm wahr, also dieses, ne, alles ist nur noch abgefilmt und man guckt gar nicht mehr hin. Und dann auch so der Nachrichtensprecher damals so, ja, meine Damen und Herren, und jetzt bricht der zweite Turm zusammen. Und ja, dieses, also auch er wirkte so, als konnte er das nicht fassen, aber es passierte da gerade. Und es war so dieses, es ist extrem weit weg, aber ich sitze jetzt gerade hier und kann es hier am Fernseher mitverfolgen, so live. Und es war so völlig, ja, es wirkte eben unecht. Oder vielleicht auch dieses, dass man so ein bisschen sich davor verstecken will oder verschließen will, in diesem von, ich blende das jetzt aus, aber man konnte das nicht, oder ich hätte natürlich den Fernseher ausmachen können, aber es geschah da und man guckte hin und dann. Also ich kann mich an 9/11 auch ganz sehr gut, sehr, sehr, sehr bildlich noch erinnern. Ich weiß, ich kam von der Nachmittagsschule nach Hause und zu meiner Omi und meine Omi meinte, sie geht nur mal kurz was abgeben. Und draußen haben sie das Haus saniert und immer so klong, klong, klong. Ich mache den Fernseher an, Peter Klöppel auf RTL, der hat damals die Berichterstattung gemacht, lief auf allen Kanälen und ich fand Peter Klöppel damals mal unglaublich schön und mochte den sehr gerne und angelassen und dann ging es halt los und das war für mich so, wow. Dann haben sie halt gesagt Terroranschlag und dann ging das sozusagen, dann ist der zweite Turm eingestürzt und dann hast du die ganzen Schreie aus dem Fernsehen noch gehört, diese ganzen Rauchwolken und dann halt von allen Perspektiven und da, ich hatte richtig Angst gehabt und meine Oma kam halt nicht wieder. Und es war wirklich so, ich hatte richtig Angst gehabt, weil ich halt dachte so, naja, wenn es jetzt da passiert, vielleicht passiert es ja gleichzeitig irgendwo auch, weil du konntest es ja nicht einordnen. Ich meine, ich war ja nur auch jung zu der Zeit auch, ne? Da war ich ja noch jünger als bei Columbine. Nee, Columbine war ich 2001 und 99 hast du gesagt, bei Columbine, also war es eher... Du warst schon noch mal 2 Jahre älter. Ja, aber ich hatte wirklich Angst gehabt zu dem Zeitpunkt, weil ich halt dachte, wenn es in Amerika passiert, dann kann es auch jederzeit in Europa passieren und du wusstest halt nicht, was es war, wo es herkam. Und das war mir, und dann, ich hatte echt Schiss gehabt und dann halt immer das Gehämmer von draußen, das kam mir so rein. Und dann kam halt
und Omi kam einfach nicht wieder. Also die hat sich dann wieder verquatscht gehabt für Stunden. Und dann kam sie ja, glaube ich, nach 3 Stunden oder nach Hause, weil ich 3 Stunden alleine im Zimmer zu auf diesen Fernseher gekotzt habe. Und die wusste von Gott, hat das gar nicht mitgekriegt. Die wusste das gar nicht. Und wir waren alle schockiert. Das war schon heftig. Also da hat auch die Welt auch so ein bisschen mitgelitten und das war halt schon heftig. Also das war so ein Anschlag so auf die Demokratie und die Werte. Damals hat man das ja so wahrgenommen in dem Moment. Mhm. Und das war schon krass. Also das weiß ich auch noch. Das, ja. War genauso mit Lichtenhagen. 92. Auch unvergessen. Ja, ich war 4 Jahre alt. Ich habe da keine bewusste großartige Erinnerung. Ich habe das mehr aus den Und in unserem Haus haben damals alle alle Polizeiwagen geparkt und da war sozusagen der Platz und es war nur Lärm und ich habe nur geheult und ich war ja nur noch ein Kind. Ich habe dann nur geheult und meine Eltern wussten nicht, was ich habe gedacht, weil die Hubschrauber alle unser Haus immer zu kreisten, alle. Ich wusste gar nicht, wo es herkommt, immer von uns ins Zimmer rübergegangen so, ne? Und das ich. Also ja. Ja, und in unserem Haus war das eben. Ja. Stimmt, das kommt ja noch dazu. Ich weiß halt nur, dass wir dann eben nicht mehr in die Wohnung sind, dass irgendwie ein Nachbar gesagt hat, wir können mal in dem Garten schlafen, hat Mutti erzählt. Stimmt. Aber ich war 4 Jahre alt, ne? Schwester hatte Geburtstag zu der Zeit. Geiler Geburtstag. Ja, aber jetzt sind wir so weit abgeschwiffen, jetzt haben wir über unsere Jugend erzählt und unsere prägenden Ereignisse. Die schönen Seiten des Lebens. Ah ja, alles. Aber solche schlimmen Sachen bleiben halt hängen und das bleibt auch mit einem Datum bei mir hängen. Deswegen. Naja, ja. Was einen eben so prägt, ne? Dass jede Generation hat eben was anderes. Und ja, jetzt reisen wir 70 Jahre in die Vergangenheit, 71 Jahre. Und von dort, ich glaube, das hast du gar nicht gesehen vorhin, reisen wir nochmal 100 Jahre in die Vergangenheit. Ja, 1800, also das Stück, also der Film soll 1849 spielen. Genau, und das kam eben so als 49, na gut, also das passt. Oh, ich bin so durcheinander. So aufgewühlt durch diese Nachrichten. Die Einblendung zu Beginn des Films war dann eben einmal 100 years ago oder a century ago. Naja, auf jeden Fall vor 100 Jahren. Also falls ihr nicht wisst, wie es aussieht, ich habe mal kurz gerechnet, das ist genau 16 Jahre, bevor Gangs in New York losgeht. Also sozusagen von der zeitlichen Einordnung, vom bildlichen her. Gangs of New York. Also das ist ja auch auf dem Buchvorlage, aber... Genau, die Erbin. Also Amerika 1949, wir können das wahrscheinlich zusammen machen, weil ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben und du hast dir was aufgeschrieben und wir haben, glaube ich, nicht das Gleiche aufgeschrieben, interessanterweise. Ja, also das passt aber zu uns. Ich würde mit dem Regisseur und Produzenten kurz Mini-Anfang machen, es sei denn, du möchtest irgendwie... Mach ruhig, du hast ja mal die klaren Fakten, ich habe nur Emotionen. Genau, wir haben ja vorhin schon genannt, William Wyler und ich hatte ja vor einigen Ausgaben bei... Ich weiß nicht mehr, welcher Film habe ich ja zitiert aus dem Buch Filmkünstler A bis Z, Meyers Taschenlexikon, erschienen, oder die Auflage, die ich hier habe, erschien 1967 im Völks eigenen Betrieb Bibliographisches Institut Leipzig. Und da ist auch William Wyler aufgeführt und ich zitiere einfach mal wieder daraus. William Wyler, amerikanischer Regisseur und, jetzt geht's los, geboren am 1. Juli 1902 in Mühlhausen. Haben wir also auch mal wieder dieses, war er zunächst im kaufmännischen Beruf tätig und kam durch den amerikanischen Produzenten Carl Laemmle zum Film. Carl Laemmle ist, glaube ich, aus Stuttgart oder aus der Region Baden-Württemberg und hat ja die Universal Studios gegründet. Er ging nach Hollywood, wo er den Beruf eines Regisseurs von der Pike auf erlernte. Er debütierte mit billigen Wild-West-Streifen, bis er 1934 seinen künstlerischen Durchbruch erzielte. In seinen Filmen geht es dem gewissenhaften und gründlichen Regisseur vor allem um soziale und psychologische Probleme. Wyler wurde mehrfach mit dem Oscar ausgezeichnet. Also von den Filmen, die ich gesehen habe, würde ich dem seit der Sache zustimmen. Also es ist, glaube ich, ein guter Punkt, das Thema soziale und psychologische Probleme oder soziale und psychologische Analyse oder Aufzeigen solcher Sachen. Genau, den Oscar hatte er, als er die Erbin gedreht hat für, wie ist das, The Best Time, The Time of Our Lives oder so, hatten sie gesagt, habe ich jetzt selber gerade nicht nochmal nachgeguckt, und Mrs. Miniver von 1942. Ist aber auch so bekannt. Die besten Jahre unseres Lebens von 46, ne? Also quasi nicht direkt die Vorgängerfilme, oder aber fast die Vorgängerfilme, ne? 42 und 46 und dann eben 49 die Erbin. Das ist William Wyler, der auch, wie gesagt, produziert hat. Haben wir vorhin schon gesagt, was wir von ihm so gesehen haben. Ein Regisseur, der also mehr als genug in seiner Lebenszeit gedreht hat, da kann man sicherlich auch noch so einiges entdecken. Damit würde ich schon zu Olivia de Havilland kommen, die mal wieder interessanterweise nicht in diesem Büchlein drin steht,
Aber sie ist geboren 1916 und du und wahrscheinlich auch ich waren sehr überrascht, wo sie geboren wurde. Ich war nicht überrascht, ich wusste es. Ich war überrascht, weil ich mir nicht mehr, weil ich glaube, ich wusste es mal, hatte es aber schon längst wieder verdrängt. Sie ist in Tokio geboren worden, weil die Eltern anscheinend zu der Zeit mal kurz da waren oder vielleicht auch ein bisschen länger. Spielt die Hauptrolle, die Erbin namens Catherine Sloper. Und ich habe nachgeguckt, ich habe zumindest zwei Filme mit ihr gesehen. Und zwar unter Piratenflagge von 1935, Captain Blood. Mit Errol Flynn, ne? Den habe ich so meiner, ne? Ja, die Foto, genau. Und My Cousin Rachel habe ich vor kurzem gesehen. Das war der Nachfolgefilm von 52. Das heißt, sie hat zwischen, oder sie hat nach 49, nach die Erbin anscheinend als nächsten Film erst meine Cousine Rachel gedreht. Das heißt aber nicht, dass sie nicht irgendwas, dass sie nichts gemacht hätte, sondern wahrscheinlich war sie am Theater aktiv oder sonst wie. Weiß ich nicht genau. Möchtest du noch weitere Sachen zu Olivier de Havilland ergänzen? Ja, ich möchte, was soll ich da, also ich möchte ergänzen, dass ich sie unglaublich gerne mag. Also ich glaube sozusagen von Classic Hollywood gehört sie so zu meinen Lieblingsschauspielerinnen mit Abstand und der Grund, warum ich zum Beispiel jetzt auch wusste, dass sie in Tokio geboren ist, liegt einfach daran, dass meine beiden Lieblingsschauspielerinnen aus dieser Ära beide ungewöhnliche Geburtsorte haben. Also das andere wäre Vivien Leigh. Ich weiß nicht, ob du weißt, wo Vivien Leigh geboren ist. Aus dem Stand natürlich nicht, nein. In Darjeeling, in Indien. Aha. Und dadurch war das halt für mich sehr einprägsam und ich habe die beiden das erste Mal erlebt bei Vom Winde verweht, wo sie ja auch sozusagen auch Kontrahentinnen sind. Und eine meiner großen Lücken noch immer. Ja, müssen wir unbedingt mal schließen. Mit den Film habe ich rauf und runter geguckt in meiner Jugend, weil ich den einfach immer wieder genial fand und auch die Musik geliebt habe. Und ich mag ja an sich nicht so gerne westliche Historien. Filme in der Art, aber sozusagen so Bürgerkriegsart finde ich schon sehr, sehr ansprechend. Hab ich Spaß. Nee, aber das ist für mich unterhaltsam, weil es auch mal eine neue Art der Geschichte sozusagen für mich ist und ich habe sie halt auch nochmal in Fackeln im Sturm damals gesehen, was das jetzt sozusagen dieses Thema auch nochmal aufgreift, wo sie dann halt schon älter war und die Serie hat meine Mutti halt geliebt und mal rauf und runter geguckt, weil die auch so ein Patrick Swayze-Fan zu der Zeit war, wie wahrscheinlich die meisten Frauen in den 80ern. Und ja, was ich hoffe, ich glaube, hatten wir nicht beide zusammen auch Wiegenlied für eine Leiche gesehen, beide? Gesehen habe ich den, ich weiß aber nicht mehr, warum habe ich den nicht aufgeschrieben, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir den zusammen geguckt haben, was gut möglich ist. Was mit dem alten Herrenhaus im Süden Amerikas, ne? Ich noch genau, mit Betty Davis. Ein Haus und die ganzen. Olivia de Havilland. Weißt du, das sind Trauerweiden, also die finde ich einfach so faszinierend. Ich habe gerade Angel Heart geguckt vorletzte Nacht. Und da gibt es sie eben auch hier, halt, wenn er da im Süden unterwegs ist. Ja, wie ein Lied von einer Leiche. Ja, also auf jeden Fall, alle genannten Filme, die ich jetzt gerade erwähnt habe, sind sehenswert. Bitte guckt sie. Also ich finde sie ja unglaublich toll und ich bin ein Mensch, wenn ich Projekte und Filme also allgemein aussuche, ich bin extrem Schauspielerinnen fixiert. Nicht unbedingt immer handlungsfixiert. Und dank ihr habe ich halt Piratenfilme und auch Nöcher gesehen mit Errol Flynn in meiner Jugend, die ja überhaupt nicht zu meinem Einflugschneise gehören. Aber ich mag halt ihr Spiel unglaublich gerne, weil sie halt eine perfekte Mischung hat zwischen ihrer Natürlichkeit und gleichzeitig halt auch diese Ausstrahlung einer Diva. Also das hat mir immer sehr gut gefallen. Also, aber ich habe jetzt hier keine wichtigen Fakten zum hinzufügen, das ist jetzt nur mein Eindruck. Also, was wir auf jeden Fall sagen können, sie ist jetzt im Alter von 104 Jahren dieses Jahr verstorben und war eben auch eine der letzten dieser großen aus dieser Zeit, ne? Wäre Kirk Douglas, Kirk Douglas, ne? Ja. Der ist abgetreten jetzt mittlerweile. Echt? Das ist für mich so ein Jubiläum gewesen. Kirk Douglas war jetzt auch. Deswegen, das war ja so, ne? Er was mit Sasa Gabor? Da bin ich jetzt nicht so informiert. Die war ja auch lange. Jetzt stell dir keine Fragen, die ich nicht beantworten kann. Ich meine, Sasa Gabor ist auch bereits Dings. Also, ja. Olivier de Havilland war, glaube ich, irgendwie so entweder die letzte oder mindestens eine der allerletzten. Ich meine, ich war ja, also das war ja so ein bisschen die peinliche Mischung bei. Ja, Doris Day ist gestorben und das war es dieses Jahr, war es letztes Jahr, wo dann auch so war, ups, ich dachte, die wäre schon leider abgetreten. Ja, sie hat eine schwere Krankheit gehabt, ne? Also sie hat echt lange gekämpft und durchgehalten, naja. Echt sagen. Ja, also Olivier de Havilland, in diesem Sinne auch quasi ein gewisser Aktualitätsbezug, diese Folge hier zu machen. Das hatten wir auch bei der letzten Folge schon erwähnt gehabt, dass dieser Zusammenhang dieser eher traurige Zusammenhang, wobei ich glaube mit 104 Jahren,
Das ist auch ein stolzes Alter, da hat man wohl das meiste erlebt. Also ich muss sagen, was ich ja auch mit Olivia de Havilland verbinde, aber gemein mit Classic Hollywood, das sind ja sozusagen auch immer die ganzen Fäden und Affären hinter den Kulissen, die ich ja halt unglaublich spannend finde. Und sie hatte ja sozusagen ihre Fehde gehabt mit ihrer Schwester, Joan Fontaine, ebenfalls Schauspielerin. Und das war halt seit Jugend an mit den Zickereien, dann kann man heutzutage noch ganz, ganz viel nachlesen. Und die waren auch auf dem gleichen Niveau wie Bette Midler und Joan Crawford, was das angeht. Und die Tatsache, dass Joan Fontaine relativ früh gestorben ist, das war, hat damals, ich kann mich noch entsinnen, als das passiert ist, da hat Olivia de Havilland gesagt, ich habe gewonnen. Das weiß ich noch. Also das war schon so ein sehr bissiger Kommentar. Ja. Ja, dann kommen wir zum männlichen Hauptdarsteller. Das ist niemand Geringeres als Montgomery Clift, Mr. sehr gut aussehend. Er spielt Morris Townsend, hatte gerade auch im Vergleich zu Olivia de Havilland ein eher kurzes Leben, geboren 1920 und schon 1966 verstorben. Und er wiederum taucht auch in dem Buch Filmkünstler A bis Z, und da heißt es über ihn: Montgomery Clift, amerikanischer Schauspieler, geboren am 17. Oktober 1920 in Omaha, also in the middle of nowhere, dem mittleren Westen Amerikas, gestorben am 24. Juli 1966 in New York. Spielte bereits als 14-Jähriger am Broadway und ging 1946 nach Hollywood, wo er von Anfang an Erfolg hatte. Der Künstler, der sich durch besondere schauspielerische Sensibilität auszeichnete, steigerte sich zu großen Leistungen und war zuletzt einer der vielseitigsten Charakterschauspieler im amerikanischen Film. Ja, ist hochgegriffen für seine kurze Filmografie. Kannst mal sehen, was er für einen Eindruck hinterlassen hat. Ne? Seine Filme, die hier dann kurz aufgelistet werden, unter anderem Panik am Roten Fluss, Red River, habe ich auch immer noch nicht gesehen. Die Erbin, Ein Platz an der Sonne, Here to Eternity. Ne? Ja, den muss ich, ich habe Ein Platz an der Sonne und plötzlich im letzten Sommer sind ja beide mit Elizabeth Taylor. Und ich weiß nur, dass die beiden ja ein Herz und eine Seele waren. Und ich habe beide schon seit Ewigkeiten auf meiner Watchlist, müsst ihr unbedingt mal sehen. Ja, und hier noch Rom, Station Termini 52, Ich beichte 53, Verdammt in alle Ewigkeit. Nee, Quatsch, habe ich mich gerade verlesen. Ein Platz an der Sonne ist dann nicht, Verdammt in alle Ewigkeit ist von From Here to Eternity, ne? 53 und nicht Ein Platz an der Sonne. Ja, aber der spielt Place ja nicht mit. Doch, die stehen ja beide hier. Aber der ist ja nicht die Hauptrolle. Nee, aber spielen wir mit. Die Jungen Löwen 58, unter anderem mit Marlon Brando zusammengespielt, plötzlich im letzten Sommer 59, nicht gesellschaftsfähig, Misfits 1960. Das Urteil von Nürnberg 61 und dann noch Freud 62 sind hier von ihm. Also ich weiß, dass angegeben. Montgomery Clift habe ich das erste Mal gesehen bei Die Erbin und ich fand, es war für mich der schönste Mann zu dem Zeitpunkt. Ich habe noch nie so einen hübschen Mann gesehen. Ich war total fasziniert, weil seine Augen auch selbst schwarz-weiß so gestrahlt haben und das sehe ich, denke ich, heute noch, habe ich gerade festgestellt. Wirklich ein wunderschöner Mann. Das ist auch viel zu früh gegangen. Und ich war mich noch entsinnen, dass ich total begeistert von ihm war und dann halt auch viel erzählt habe in der Zeit und dass halt keiner mit dem genannten Montgomery Clift kannte. Also, und auch keiner den Film Die Erbin kannte. Als wenn das ein Insider wäre, das weiß ich noch. Also wir hatten ja, damals liefen ja recht viele Schwarz-Weiß-Filme auch also regelmäßig jetzt, im Fernsehen. Jetzt so in deiner Schulklicke oder in welchem? Von, ja, auch ältere, Familie, ja. Bekannte, Schule. Also das war so, mit dem man halt ins Gespräch kam. Das habe ich auch lange gehabt. Ich habe das auch in den letzten Jahren, wenn ich mit Leuten geredet habe, die kennen Die Erbin nicht. Das ist denen nicht bekannt. Ja. Das finde ich krass, weil der Film war für mich so einer der prägenden, der mich in diese Classic Hollywood zeigt Querstrich mit den Doris Day und Cary Grant Filmen. Mhm. Für mich war sozusagen, wie gesagt, Montgomery Clift war für mich echt so ein Sinnbild eines gut aussehenden Mannes, bis ich Cary Grant kennengelernt habe. Schon Clark Gable auch noch einer. Clark Gable ja auch, aber Clark Gable mochte ich als Kind nicht. Ja, kurzer Einschub dazu, ne? Der ist von 49. Ich habe geguckt hier in dem Plakatbuch Filme, die in der DDR liefen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Da ist er nicht gelistet, also könnte sein, dass er eben zum Beispiel gar nicht in der DDR gelaufen ist, auch nicht irgendwie vielleicht später mal als in Anführungszeichen Neustart, eben Jahre später. Und dann ist natürlich auch klar, dass er vielleicht nie so eine Art Publikum gefunden hat in der Form, dass sich dann auch daran erinnern könnte. Ne? Und du entdeckst ihn dann eben bei Arte in der Zeit, in der es eben das geeinte Deutschland wieder gibt. Und das ist, also ich weiß auch, ich habe jetzt auch nichts für Westdeutschland, habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Ich glaube, er hatte schon Start in der BRD, sonst würde er kaum Die Erbin heißen. Aber da weiß ich auch gar nicht, ob der schon 49 oder 50 dann lief oder vielleicht auch erst mit Verzug, mit nach irgendwann später kam. Also war ja auch gerade alles noch so Zeit des Wiederaufbaus. Ja, deswegen, ne? Das darf man ja nicht vergessen.
Nee, aber das, ich, deswegen habe ich ihn immer so für mich abgespeichert, weil ich, wie gesagt, ich fand ihn prägend und ich finde es krass, dass ich immer die Einzige bin, die den kannte. Also, mhm. Also mir sagt der Name was, ne? Also wenn du sagst, Montgomery Clift ist eher der Schauspieler, aber ich glaube gesehen hatte, also gehört jetzt ja auch nochmal die Titelliste durchgelesen, ich habe von ihm auch nichts gesehen, ich habe die Erbin gesehen und das ist es bisher. Und sonst dann eben wahrscheinlich mal, eben wenn du mir so Klatsch und Tratsch erzählt hast, dass ich in dem Zusammenhang vielleicht mal über ihn auch nochmal gestolpert bin hier so. Aber ja, gesehen. Ich fand auch seinen Namen halt so cool. Ich fand, der war halt sehr einprägsam. Ich glaube, das ist auch ein Künstlername, ne? Aber das fand ich, ja nee, fand ich ganz toller Mann, tolle Entdeckung. Hat was gehabt, hat einen sehr schönen Charme gehabt. Was ich jetzt nicht mehr rausgesucht hatte, ist noch quasi der männliche Nebendarsteller, der auch bei den Oscars nominiert war, Ralph Richardson, der spielt den Vater, den Austin Sloper, Dr. Austin Sloper, aber da habe ich jetzt, wie gesagt, gerade nichts rausgesucht, deswegen breche ich das an dieser Stelle ab. Du hast aber, glaube ich, noch minimal was rausgesucht zum Thema, wo kommt dieser Film eigentlich her, beziehungsweise was ist so die literarische Grundlage? Also ich kann jetzt ja nicht so viel erzählen, also ich kann sagen, dass sozusagen die Grundidee ist sozusagen eine Novelle von Henry James, der auch das Drehen der Schraube geschrieben hat. Turn of the Screw, kenne ich die Variante Schloss des Schreckens, The Innocence mit Deborah Kerr. Oder die haben wir beide gesehen, glaube ich mal. Ach, ist das eine Verfilmung davon? Weil das klang sehr ähnlich in der Beschreibung. Stand in der IMDb so drin als... Ja, ich hab vorhin den Inhalt durchgelesen und dachte, das klingt sehr danach. Aber ich wollte das jetzt nicht behaupten, ohne jetzt sozusagen das gelesen und gesehen zu haben. Genau, und die Vorlage jetzt für die Erbin ist Washington Square, heißt die Geschichte im Original. Genau, Washington Square. Und 1947 wurde die halt von zwei amerikanischen, also quasi deutschen eingewanderten Stückschreibern, und zwar Ruth und Augustus Götz, für den Broadway adaptiert und lief dann halt auch 47 als ein richtiger Broadway-Erfolg, unter anderem auch mit dem Herrn, der den Vater spielt, auch in der gleichen Rolle. Ralph Richardson. Genau, und das wurde halt, das hat damals Olivia de Havilland gesehen und war halt sehr angetan davon und hat dann halt William Wyler sehr lange bearbeitet, dass er doch bitte daraus einen Film macht, weil sie ja gerne diese Rolle für den Film halt übernehmen würde. Und so kam, deswegen kam dann William Wyler dazu, sich sozusagen darum zu kümmern. Und so ist dann sozusagen der Film ins Rollen gekommen. Mhm. Also das ist das, was ich sagen kann. Jo. Noch hinzu. Ja, der Film hat insgesamt, oh Gott, das muss ich selber nochmal nachzählen, 4 Oscars gewonnen und 1, 2, 3, 4 und noch 4 weiter. Also insgesamt 8-mal nominiert, 4-mal gewonnen. Nominiert war als bester Film und beste Regie William Wyler. Die Kamera wurde in beste Kamera Schwarz-Weiß nominiert für Leo Tover. Oh Gott, habe ich das wieder nicht ordentlich aufgeschrieben hier. Peinlich. Und wie gesagt, Ralph Richardson war als bester Nebendarsteller ebenfalls nominiert, gewonnen. Hat dann unter anderem eben als beste Hauptdarstellerin Olivia de Havilland. Es gab den Oscar für Best Art Direction Set Decoration Schwarz-Weiß. Dann ein Name, über den ich immer wieder gerne stolpere, bei Beste Kostüme, auch wieder noch in der Kategorie Schwarz-Weiß, Edith Head. Kommt mir auch bekannt vor. Die, also ich glaube, die hat locker, ich lehne mich aus dem Fenster, sage, die hat 8 Oscars mindestens gewonnen. Also ganz große Nummer und quasi, wenn du bei Classic Hollywood guckst, wer hat die Kostüme gemacht, das ist dann immer sie gewesen sozusagen. Ja, der Name ist mir auch sehr vertraut, aber ich kann ja solche Namen nicht reinstecken irgendwie. Und ebenfalls für in dieser Kategorie mit ausgezeichnet ist Giles Steele, der stand, glaube ich, im Vorspann, hätte für gerade für Montgomery Clift sozusagen oder für die Männer allgemein die Wardrobe übernommen. Und auch Oscar-prämiert die beste Musik, Aaron Copland. Die finde ich auch auffällig schön, das habe ich jetzt auch eben wieder gedacht. Also ich fand ihn nicht verkehrt, vor allem auch so dieses eine Hauptthema, aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass ich sagte so hinterher, ja, das Ding muss einen Oscar kriegen. Aber ich habe wieder die Ahnung, was da noch nominiert war, was in dem Jahr sozusagen komponiert wurde und alles. Ja, also ich meine, es ist ja eh immer nur die Oscars, wie Ernst Martin oder sonst wie, aber ja. Ja, ich kann mich noch entsinnen, also dass ich mal gelesen habe, als die Premiere des Films war Montgomery Clift so enttäuscht von seiner eigenen Leistung, dass er rausgerannt ist, während sozusagen den ersten 5 Minuten seines Darstellungs. Hast du es auch gefunden? Ah ja, siehst du, hat auch die Brille. Seine super Überleitung. Der Daniel vom Spätfilm hat das, glaube ich, mal gemacht, so dass er geguckt hat, denn auch bei ihm liegt zu Hause rum ein Buch namens 1001 Film, die Sie sehen sollten, bevor das Leben vorbei ist, herausgegeben von Stephen J. Schneider.
Und wir haben hier mal geschenkt bekommen die mittlerweile 13. aktualisierte Neuausgabe von Ian Haydon Smith. Aber ich finde, die Aktualisierungen werden nicht besser. Auf jeden Fall ist da eben auch die Erbin drin. Und da ist so als kleiner Fakt eben noch so angemerkt, Montgomery Clift war eben, wie du gesagt hast, so unzufrieden mit seiner Leistung, dass er die Premiere verlassen hat. Ja, genau, da ist der Film, also es ist einer der 1001 Filme, die man sehen muss, bevor das Leben vorbei ist. Ein Glück haben wir das jetzt getan. Da können wir ja stolz sein. Wir haben ihn auch vorher schon gesehen. Ich weiß noch, dass ich als dieses von diesen 1001 Film Buchedition, dass sein Papa halt auch eine hat, aber halt noch eine englische und die ist halt irgendwie deutlich älter. So, ich glaube 10 oder 11 Jahre. Und die hatte ich, die lag damals bei ihm auf der Toilette rum. Und die hatte ich damals mal so durchgeblättert und da habe ich damals gedacht, oh, das musst du sehen, das musst du sehen, das musst du sehen. Und dann hast du ja das Buch geschenkt gekriegt. Und dann war er alles aktualisiert und da habe ich nur gedacht, den Scheiß will ich gar nicht sehen, den Scheiß will ich nicht sehen. Weil da also ganz viele Superhelden-Dinger jetzt auch drin stehen, wo ich dachte so, ja nee, das fand ich qualitativ besser vor 11 Jahren. Ich kenne eine ältere Version dieses Buches. Also. Ja, so, möchtest du noch sowas zum Drumherum erzählen? Nee, ich würde sagen, guck mal jetzt, wie lange haben wir jetzt auf dem, welchen Zähler haben wir jetzt? 5 Minuten haben wir bis jetzt verbraucht hier. 5 Minuten, ehrlich. Aber da wollen wir uns ja mal nicht erhetzen, aber lass uns doch mal in den Film einsteigen. Genau, worum geht es in die Erbin? Wir haben schon gesagt, wir sind 1849 in New York am eben, wie schon erwähnten, Washington Square, wo eben unter anderem Dr. Austin Sloper lebt, ein Witwer. Die Frau von ihm ist bereits verstorben und im Zentrum der Geschichte steht Catherine Sloper, eine sehr introvertierte, schüchterne junge Dame, die sehr gerne stickt, darin zu einer gewissen Meisterschaft gelangt ist, aber die trotz der Tatsache, dass sie die besten Schulen besucht hat und allgemein sehr großartige Ausbildung genossen hat, nicht unbedingt die beste Dame ist, um Konversationen zu führen. Wie gesagt, sie ist eher sehr, sehr schüchtern, sehr zurückhaltend. Und es gibt eine Tante Aunt Pennyman, Aunt Lavinia und auch ihr Vater, die es natürlich irgendwie gerne sehen würden, ja, dass diese Dame die Gesellschaft entsprechend auch mal einen Mann an ihre Seite bekommt. Und wir steigen quasi damit ein, dass es zu einer Feier geht, wo auch gerade eine Verlobung bekannt gegeben wird von einem Herrn Townsend, der auch einen Bruder hat, der jetzt gleich noch eine Rolle spielen wird. Und genau, dieser Bruder ist nämlich Morris Townsend und Catherine und er lernen sich kennen und kommen sie ein bisschen näher und es scheint Liebe zu sein. Aber der Vater, Mr. Sloper, ist äußerst misstrauisch, denn er glaubt, dass dieser Mann nur auf das Erbe von Catherine aus ist und es nicht ernst meint mit der Liebe. Ja, hast du sehr ausufernd erzählt, ja. Ja, das ist so der Rahmen der Geschichte, würde ich sagen. Mhm. Möchtest du noch Details ergänzen? Nee, ich glaube, ich hätte es in 2 Sätzen gemacht. Ja, das wäre. Wir wollen uns ja hier ein bisschen Zeit nehmen. Das wievielte Mal hast du ihn jetzt gesehen? Ja, ich kann jetzt nur schätzen. Ich habe jetzt kein Buch geführt, aber ich würde jetzt sagen 6. 6. Mal. Und konntest du ihm irgendwas Neues abgewinnen? Was war für dich vielleicht sowas Neues, da reinzusteigen? Also, ich habe ja auch nur sozusagen immer den Eindruck vom letzten Sicht, nur beim ersten Eindruck sozusagen in Erinnerung. Und ich hatte schon das Gefühl gehabt, dass sich meine Perspektive so ein bisschen geändert hat. Ne? Also ich hab zum Beispiel das erste Mal zumindest für mich jetzt wahrgenommen, dass ich dachte von Anfang an, dass Morris Townsend von Anfang an extrem offensichtlich ist in dem, was er hat machen möchte. Als ich noch jünger war, habe ich das nicht so offensichtlich empfunden. Jetzt weiß ich halt nicht, ob es daran liegt, dass ich wusste, wo die Geschichte hingeht oder nicht. Aber damals war es nämlich an dieses... Ja, es klingt so, aber es könnte auch so sein. Und jetzt war für mich das relativ eindeutig vom Sichten her, dass ich dachte so, nee. Also, das war so der einzige Unterschied, den ich für mich vom Sichten hätte. So. Ja, das ist, glaube ich, ein durchaus zentraler Punkt ja auch für diese Geschichte. Ne? Wie lange geht man irgendwie mit oder was hat man eben so für eine Sicht? Als wir ihn zum ersten Mal geguckt haben, habe ich ja auch so dieses, ist er wirklich so der Typ, der nur aufs Geld aus ist oder... Ist er aufs Geld aus, aber hat auch ein bisschen so eine tatsächliche Zuneigung zu ihr. Und ich weiß gar nicht mehr, ob das beim ersten Mal Sehen des Films schon bei mir dann relativ schnell klar wurde. Ich glaube, es war so wirklich das, wo der Vater dann sagt, komm, wir gehen jetzt nach Europa, in der Hoffnung, dass der Typ sich eine andere sucht und sie ihn auch so ein bisschen vergisst.
Und wir dann eben gezeigt bekommen, während Vater und Tochter in Europa sind, wie er da sozusagen zum neuen Herr im Hause sich geriert mit der Zigarre in der Hand und dem Brandygläschen. Das war, glaube ich, schon der Punkt, wo ich dann dachte, ja, auf jeden Fall. Der ist wirklich nur auf das Geld aus und auf das schöne Leben, ohne selber irgendwie großartig was leisten zu wollen oder zu müssen. Ja. Also was mir auf jeden Fall auch bei diesem Mal aufgefallen ist, ist so wirklich, oder wo ich mehr drauf geachtet habe, so rum. Beim ersten Mal war es ja mehr so noch wirklich diese Geschichte, wie geht die so ab und all diese Sachen, ohne tatsächlich so ganz tief in die Inszenierung einzusteigen. Und was mich eben aufgefallen ist, ist so diese, die Treppe. Also das ist ja eines der ganz großen Symbole dieses Films, finde ich. Ja, finde ich auch, ja. Also das zieht sich sowieso durch den ganzen Film, finde ich, wie tief hier Räume inszeniert werden. Also dass ich manchmal so das Gefühl hatte, ja, wenn hier noch eine Fußballmannschaft in dem Haus auflaufen würde, das wäre überhaupt kein Problem, so lang wie das ist und so tief und wie ich da noch 50 Meter weiter das andere Fenster sehe, so ungefähr. Also ich glaube, eine der ersten Szenen ist irgendwie, wir erleben Catherine und dann sagt sie, sie geht irgendwo hin. Dann kommt der Schnitt ins Zimmer, ins Arbeitszimmer oder ins Gesellschaftszimmer vom Vater. Da steht dann, ich weiß gar nicht mehr, ob es Aunt Lavinia ist oder so, es steht, glaube ich, sozusagen relativ dicht an der Kamera, am rechten Rand, bilde ich mir ein. Dann so im Mittelgrund des Bildes ist der Vater am Tisch, der ist so eher so halb links. Dahinter sind dann die Fenster und dahinter sehen wir dann draußen die Treppe und da geht dann Catherine gerade raus. Also du hast sozusagen wirklich so viele Ebenen, die das Bild hat und wie das eben in diese Tiefe inszeniert wird. Selbst wenn man sagt, eben, ja, das ist natürlich irgendwo im Studio inszeniert, aber du hast eben trotzdem so eine Tiefe, als wenn du jetzt sozusagen nur hast, hier sind unsere Personen, dahinter ist die Wand und fertig. Und hier ist das wirklich so ein Raum und das wird eben erfahrbar dadurch. Also das ist mir sehr bewusst aufgefallen, aber eigentlich wollte ich zu der Treppe kommen. Aber wie ging es dir so, das Thema Raum? Ja, sehr weit. Also finde ich genauso. Ich finde, das ist ein sehr pompös inszeniertes Kammerspiel. Würde ich das so nennen wollen. Und also ich finde auch tatsächlich gerade auch die Beleuchtung, die Ausrichtung, die Kostüme und die ganzen Kulissen, die sind einfach so in Perfektion, im Detail, also wunderschön gearbeitet. Also dass man, ich bin ja eh so ein Mensch, ich tauche ja in Filme immer extrem doll ein und dieser Film, der zieht mich halt sofort immer in seinen Bann. Also ich habe auch nach dem Sichtfinger gedacht, boah, der kriegt mich wieder. Also ich finde den echt super. Ja, das ist auch das erste Mal, dass ich erlebt habe, wie du eine Faust gen Himmel reckst und sagst, ja, ich bin immer wieder stolz auf sie. So viel Emotion habe ich selten erlebt. Ja, aber ich merke immer so bei der Hälfte des Films, also so wenn sozusagen ein leichter Bruch kommt mit ihrer Persönlichkeitsentwicklung, dass, oder so in dieser Nacht, in der das passiert, dass ich jedes Mal, wenn ich das sehe, aufhöre zu atmen und jedes Mal denke, oh ja, jetzt muss man wieder atmen, weil ich immer komplett von dieser Spannung und dieser so drinne bin und immer denke, na, vielleicht ändert es ja doch anders. Und das war halt heute auch wieder so. Ich dachte so, boah, krass, und das ist nicht mich. Es gibt halt gewisse Szenen, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist die stärkste Szene des Films tatsächlich die, wenn sie abends mit ihrer Tante auf Morris wartet, um 12.30 Uhr. Okay. Das war für mich eine unglaublich intensive Szene, die mich komplett hält. Ja, also die hat mich auf jeden Fall auch, fand ich auch sehr gut. Ich finde das dann auch stark, wie sie so eben sagt, ja, wir warten jetzt auf ihn und er kommt und dann die Tante sozusagen soll mal zur Tür gehen und gucken oder so und in der Zeit macht Catherine so die Vorhänge zu. Das fand ich auch so stark. So dieses, das meine ich gar nicht. Doch, das ist aber doch das, wo sie warten, doch trotz allem. Nee, ich meine es beim ersten Mal. Also ganz am Anfang oder was? Ja, das ist in die Mitte des Films, da sind wir glaube ich bei einer Stunde rum, wenn sie dann sagt, oh, wir brennen jetzt durch und verliert das Erbe. Und also wo sie aus Europa wiederkommen. Ja, wenn sie dann sozusagen wartet darauf, dass Morris sie abholt, damit sie halt zu dem Pastor fahren können. Mhm. Sie sind auch Europa wiedergekommen, sie waren gerade im Regen und haben gesagt, genau. Hier kommst du und dann kommt er nicht. Das dieses Gespräch so, mit ihrer Tante, diese Szene, das ist das, die, finde ich, so tiefgehend und so, wow, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich sie sehe. Die ist auch so perfekt von den beiden gespielt, auch so von der Zimmereinrichtung und diesen kleinen Gesten wie Blicken oder Kopfwegneigung und ich finde die einfach, also das ist für mich eine Gänsehautszene, da höre ich, das ist das, wo mein Atem aufhört und jedes Mal, wenn ich so Film sehe, passiert das an dieser Stelle und ich vergesse es jedes Mal, dass es an dieser Stelle passiert, okay. Dass es passiert. Gut, dass ich an die gleiche Szene gedacht habe, aber ist natürlich auch wieder ein Zeichen dafür, dass Szenen wiederholt werden, ne? Oder also dass Abläufe wiederholt werden, dann aber eben einen anderen Ausgang haben.
Ich glaube, meine Lieblingsszene in der Sicht ist tatsächlich dann im Finale, wenn sie die Stufen hochgeht, einfach weil auch da, wir haben eine Wiederholung. Wir hatten vorher schon mal gesehen, wie sie die Stufen hochgeht und völlig am Boden zerstört ist, eben im Anschluss an deine Szene, weil er eben nicht kommt. Und da dann eben wieder diese Umkehr dieser Geschichte und jetzt ist diese Stufen quasi, als würde sie zum Himmel schreiten. So, sie hat auch dieses Licht dabei. Und vielleicht, weil diese Szene ohne Dialog funktioniert. Also wir haben die Musik natürlich, die uns nochmal sagt, was wir jetzt fühlen sollen mit ihr zusammen, aber sie spielt das auch total stark, einfach nur mit Blicken, dass ohne eben, dass da nichts gesagt werden muss, außer, okay, Montgomery Clift schreit draußen, Catherine! Ja, na gut, aber die erste Perspektive, wenn sie sozusagen enttäuscht ist, dann siehst du ja von diesen Blick von oben auf sie runter, wie sie sozusagen gebückt noch da steht und so hoch kriecht. Und auch da wieder, ne, durch diese Tiefe wirkt das wie eine endlose Treppe, als könnte sie nie oben ankommen. Und wenn sie dann sozusagen auf Höhe der Kamera ist, dann schwenkt die Kamera hoch und dann, achso, hier kommen nochmal 500 Stufen. Ja. Also 40 Stufen, ne, aber eine Etage nochmal. Und ich denke jedes Mal zum Ende, wow, ja, cool gemacht, toll, also, oh, ich bin so stolz auf dich, so Powerfrau und diese Entwicklung, die sie durch hat und, oh, natürlich ist es auch ein bisschen, es ist sehr, sehr, auch eine bittere Entwicklung zum Teil, aber irgendwie ist es für mich so eine Art, wo ich jedes Mal denke, richtig, geh deinen Weg. Das wäre jetzt, glaube ich, meine Anschlussfrage gewesen. Wir hüpfen jetzt natürlich ordentlich hin und her. Würdest du sagen, dass es ein Happy End ist? Es kommt darauf an, wie man es wertet. Ne? Also es kommt darauf an, welche Interpretation du für dich nimmst. Man kann es ja so interpretieren, dass sie mit diesem Kapitel Morris abschließt, diese Enttäuschung abschließt und dass sie jetzt ihr Leben beginnt. Aber du kannst natürlich genauso interpretieren mit der Sache, dass sie sich der Welt jetzt verschließt. Ja, also es kommt darauf an. Also ich für mich persönlich habe es immer so gedeutet, dass sie sozusagen durch diese Erfahrung einfach stärker geworden ist und zu sich gefunden hat und dass sie sozusagen ihre Wut oder ihre Enttäuschung auf die nahestehenden Personen projiziert, aber halt die auf die Menschheit allgemein. Und dass sie halt sozusagen sich jetzt das nimmt und das macht, was sie einfach möchte und sich von keinem was vorschreiben lässt. Und dass sie halt sozusagen ein neues Selbstbewusstsein entwickelt hat und damit halt voranschreitet. Und wenn sie halt für sich entscheidet, sie möchte keinem mehr trauen, dann entscheidet sie das ja für sich, aber sie ist halt mit sich selbst im Reinen. Und deswegen ist es für mich durch diese bitteren Erfahrungen, die sie halt machen musste, an sich ein positives Ende. Aber ich kann das auch verstehen, wenn Leute das nicht so empfinden und halt eher das als tragisches Ende empfinden. Mhm. Wie siehst du das? Ja, also es ist in der Form, die Beziehung zu Morris ist es, finde ich, durchaus ein Happy End. Aber ich sehe auch eben allgemein eine große Tragik in dieser Geschichte an sich. Ne? Also klar, sie sagt es auch ganz deutlich nochmal, wird es nochmal ausbuchstabiert, dieses hier, ja, verarsch mich einmal, okay, geht auf meine Kappe, aber ein zweites Mal machst du das nicht. Und das ist es ja, was sie dann da eben knallhart mit ihm durchzieht. Also dass sie ihn sozusagen durchschaut und das ist eigentlich ja positiv. Das Negative ist aber natürlich, sie hat wirklich etwas ganz oder hat sehr viel für ihn empfunden. Ne? Sie war total verliebt in ihn und dieser Schmerz, den trägst du mit dir rum. Auch wenn du eben sagst, so jetzt habe ich es ihm gezeigt und aber ne, irgendwas ist da eben trotz allem, auch wenn er eben jemand ist, der gerne einfach nur Geld haben möchte. Ich glaube, auch er hat ein bisschen was für sie empfunden bei allem Geschäker und Gespiele, was er da durchgezogen hat. Aber es kann auch wieder mein verklärter Blick sein in der Hoffnung, dass dem so ist. Und die große, große Tragik sehe ich natürlich vor allen Dingen in der Vater-Tochter-Beziehung. Also zum einen, dass der Vater eben auf sie nur das Bild der Mutter projiziert und das Bild der Mutter, was ja auch ganz konkret gegenständlich immer mal wieder auftaucht, ne? Wenn dann Mrs. Montgomery, also die Tante oder Schwester von Morris mal vorbeikommt, bevor er sozusagen um die Hand anhält von Catherine, dann nimmt sie einmal so das Bild vom Schreibtisch und guckt da eben drauf und das ist eben das Bild der Mutter und wie er dann immer sagt, ja, deine Mutter, also sie war der größte aller Engel, die jemals die Erde betreten haben und so und ich weiß gar nicht mehr, ist das Lavinia, die dann irgendwann mal zu ihm sagt, hier, du idealisierst so sie so einfach so dermaßen seit dem Tod irgendwie. Ne? Oder dass sie, wenn sie in Paris sind sie natürlich in dem Café, das ist übrigens auch stark, in Paris ist dann dieser Wind und die ersten Zeichen des Unwetters sozusagen, später haben wir dann diesen Regen, wenn sie zurückkehren, dass sie da genau natürlich an dem Tisch sitzen, an dem er da mit ihr war, beziehungsweise gegenüber von diesem Café, wo er mit ihr war, weil das ja auch die Hochzeits
Reise war, die Flitterwochen, so heißt das. Also dass der Vater einfach noch so dermaßen an seiner toten Frau hängt, was ich grundsätzlich nachvollziehen kann, aber dass er eben daraus, oder dass sich daraus eben auch diese Tragik ergibt, dass er seiner Tochter, dass er einfach, weil er sich so sehr nach seiner Frau sehnt, hofft er einfach, dass seine Tochter genauso wird, was natürlich völliger Quatsch ist, weil jeder Mensch, auch wenn man vielleicht vom gleichen Blut ist, jeder ist eben individuell und anders. Und er das eben so abschätzig sieht, dass sie halt, ja, du kannst sticken, das ist schön, und aber du bist halt, oder er hält sie für dumm. Ich weiß gar nicht, also das, den Eindruck hatte ich nicht komplett. Sie ist durchaus ein bisschen naiv und das ist vielleicht auch ganz okay in dieser durchaus verschlagenen und teilweise verlogenen Gesellschaft, die da existiert. Finde ich das eigentlich eine positive Eigenschaft, und dass sie eben so ehrlich ist und vielleicht nochmal das Herz auf der Zunge trägt. Sie ist auch durchaus manchmal naiv, aber das kann man auch eben sagen, das ist nicht unbedingt Dummheit, sondern noch so ein bisschen Lebenserfahrung, die sie vielleicht mal sammeln wird. Und sie hängt ja auch total an ihrem Vater. Also die hängen ja beide schon durchaus aneinander. Und auch wenn jetzt er natürlich versucht, immer die Mutter rauf zu projizieren, er liebt seine Tochter. Ne? Das erfahren wir dann spätestens, wenn die Sache mit dem Testament ist, dass er sie nicht enterben will. Aber eben, also dieses typische, ich will doch nur das Beste für dich, Kind. Und dass da eben ja dieser Bruch dann erfolgt, und also das ist der Teil, wo ich so richtig mitleide, ne? Wenn du ihm sagst, ja, sie zieht durch, sie macht ihr Ding, wenn ich dann immer dieses, also mein emotionaler Moment ist dieses, oh mein Gott, sie ist jetzt so kalt zu ihrem Vater, und ich kann es auch irgendwo verstehen, weil er ihr eben sagt, hier, ich halte nichts von dir, und eigentlich weiß ich irgendwie doch, da ist diese Liebe zwischen den beiden, diese familiäre, aber es soll eben nicht sein, und die er sie damit ja auch so ein bisschen eben in diese Beziehung treiben will. So, ja, damit habe ich mal ein bisschen ausgeholt. Ja, du hast so viele Punkte genannt, ich weiß gar nicht, wie ich zuerst darauf reagieren soll, ich hätte mitschreiben sollen. Mach einen nach dem anderen. Ich glaube, ich werde jetzt irgendwie die Hälfte vergessen, aber ich sehe das halt anders als du. Also ja, natürlich liebt er seine Tochter, klar. Aber man muss, also ich nehme jetzt mal Kasmins Perspektive ein. Und es ist schon so, dadurch, dass halt die Mutter bei ihrer Geburt gestorben ist, gibt er ihr automatisch von Anfang an die Schuld. Wurde das eigentlich gesagt, dass sie bei der Geburt gestorben ist? Also im Stück ist das auf jeden Fall so. Weil ich kann mich jetzt nicht entsinnen. Also für mich war einfach so, die Mutter ist eben tot, aber es war nicht genau klar, oder für mich nicht genau klar, wann, wie, wo, was. Also im Stück ist es halt der Fall. Okay. Und deswegen geht jetzt. Und dadurch, dass der Film auf dem Stück basiert, setze ich das jetzt mal voraus. Aber ich sehe es, ich habe es auch nicht von einer Stelle mitgehört und der Art. Nichtsdestotrotz, und das heißt sozusagen, dass er sozusagen von Anfang an halt seiner Tochter die Schuld gegeben hat für den Tod der Mutter. Deswegen, gibt sozusagen, jetzt ist sie im heiratsfähigen Alter. Wie alt ist sie da? 25, 30? Das ist auch eine große Frage. Wie alt sollte sie eigentlich sein? Naja, sie ist halt wirklich im überreifen heiratsfähigen Alter. Und das heißt, er hat sozusagen von Geburt an sie halt, also doch, auch wenn er es nicht unbedingt beabsichtigt hat, psychisch missbraucht. Das ist halt dieses Runtermachen permanent, diese von Anfang an so Kommentare geben. Also ich stimme dir zu, dass Catherine ist nicht dumm. Ist sie nicht. Sie ist leichtgläubig. Ne? Sie ist nicht lebenserfahren in der Art. Sie ist noch nicht in der Welt gewesen. Aber sie ist kein dummer Mensch, und sie ist halt sehr freundlicher Mensch, aber sie ist halt ein sehr schüchterner Mensch. Und dass sie halt sehr, sehr schüchtern ist und sich nichts traut, und dass sie halt vielleicht auch ein bisschen naiv ist, das liegt einfach daran, dass sie halt in einem Käfig aufgewachsen ist, wo halt ihr Vater ihr permanent gesagt hat, sie ist nicht gut genug. Und und wir haben ja jetzt nur einen kleinen Ausschnitt gekriegt jetzt aus dieser Zeit, wo wir dann gesagt gekriegt haben mit, oh, guck mal, Mama, Papa, ich trage das tote Kleid, das hat Mutti auch gehabt. Ja, deine Mutter hat es aber mit Würde getragen. Nee, vor allem hat er gesagt, glaub, die Mutter hatte, das war nur der Lippenstift, das war nur ein Accessoire oder so, und da passt es noch, und die Mutter hat es noch über. Also ich hatte den Eindruck, die Mutter hatte zwar was Rotes, aber es war nur ein kleiner Teil des Outfits. Nee, er meinte damit jetzt, dass die Mutter das mit, das ja, ja, mit Würde getragen das, ja, hat, und aber ihr nicht steht, dass sie es nicht ausfüllt. Das aber Kleid. Die Mutter hatte eben quasi dieses Rot als Lippenstift oder als Handtasche, auch das ist jetzt nicht richtig, aber ich glaube, sie hatte eben kein rotes Kleid, die Mutter, so habe ich das verstanden. Der Punkt, und hat damit aber trotzdem, sah damit noch besser aus als sie jetzt, als die Tochter. Nee, der Punkt, das war das Kleid der Mutter, und er hat dann einfach gesagt, dass sie es halt bei ihrer Präsenz ausgefüllt hat, was sie nicht kann. Also als Beispiel jetzt nur. Ja. Auch wenn der Vater sehr respektvoll mit seiner Tochter umgeht, und natürlich, man merkt halt auch, dass er sie trotzdem auch lieb hat,
kann er sich nicht halt überwinden, diesen Vergleich anzustellen und halt in Konversation mit anderen, vor allem hinter ihrem Rücken und oder halt auch, wenn sie versucht, um sein Lob oder positive Worte zu buhlen, haut er ihr jedes Mal verbal einen runter. Ja. Also, und das geht halt die ganze Zeit so. Und jetzt stell dir jetzt mal 30 Jahre vor. Und sie ist halt, vielleicht ist sie auch so positiv eingestellt vom Leben, weil sie halt trotzdem halt denkt, er hat mich lieb. Das ist sozusagen ihr Anker, weil sie in ihrem Käfig ist, dadurch, dass sie halt nicht rausgeht und sie buhlt, dadurch, dass sie halt mit ihrem Vater jeden Abend zusammenhängt, was den Vater sozusagen eher als Lektion dient, dass er sie konversationsfähig macht für die Masse, ist das für sie sozusagen ihr einziger Anker, den sie hat. Und das sozusagen von einer Person, von der du immer nur Schlechtes hörst. Ja, oder also dieses vergiftete Lob ist es ja dann meistens, ne? So dieses, ja, ist nicht schlecht, aber deine Mutter war halt besser so ungefähr, also immer dieses Abwerten. Ja, aber es ist halt die ganze Zeit so da und sozusagen diese Schluss, also es ist ja so, dass hier, also Morris war ja nur ein Katalysator für etwas. Der hat ja nicht die komplette Beziehung neu sozusagen zerstört. Er hat ja sozusagen nochmal das auf eine nächste Stufe gehoben. Also diese Grundprobleme waren ja vorher schon da. Ja. Und das war einfach nur der Tropfen auf dem heißen Stein. Das war einfach nur einfach zu viel. Nee, es war der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Der Tropfen auf dem heißen Stein ist ja der nichts bewirkt. Naja. Ja, aber das war einfach einmal zu viel. Mhm. Und deswegen war das war es einfach. Und ich glaube, die Tatsache bei ihr ist einfach so, dadurch, dass sie in einem Käfig aufgewachsen ist, der einzige Kontakt, den sie hatte, war der Vater, es war die Tante. Und anderen Leuten hatte sie nicht viel zu tun, weil sie sich einfach nicht getraut hat, was ich auch aus ihrer Perspektive nachvollziehen kann, tatsächlich. Weil wenn dein Vater dir immerzu sagt, dass du nicht fähig bist, mit anderen Leuten zu kommunizieren, dann bist du irgendwann auch nicht mehr fähig, mit anderen Leuten zu kommunizieren, weil du denkst, egal was ich sage, es ist falsch. Mhm. Und das finde ich, hat Olivia de Havilland wunderbar dargestellt, dieses schüchterne Mädchen, diese respektvoll, aber gleichzeitig dieses liebebuhlende Mädchen, aber gleichzeitig halt auch dieses Verletzte, aber nicht zeigen, dass sie verletzt ist. Das hat sie unglaublich wunderschön, also das hat sie wirklich wunderschön gemacht. Ja. Ich finde, es ist auch eine Bravourrolle für mich. Und das finde ich schon nachvollziehbar. Und die Tatsache, dass sie dann feststellen muss, dass das mit dem der Vater fällt und sie nur weiß, sie hat nur auch ihre Tante und Morris. Und Morris fällt. Und sie dann feststellen muss, dass ihre Tante, die immer herzlich lieb und sie immer so angefeuert hat, genau das gleiche denkt wie der Vater und sie aber vom Vater gehört hat nach dem Motto in ihrer Interpretation, du bist einfach nichts wert. Und die Tatsache, dass dann die Tante nur mit ihrem Kleinsatz sagt, er hätte es nicht getan. Das, und ihr einfach damit zeigt, sie denkt genauso. Das bringt ihre ganze Welt zum Einsturz. Und ich finde, dieses psychische Drama in diesem Film ist so wunderbar ausgearbeitet und ich finde, deswegen sehe ich das, ist vom Familiengefüge finde ich es halt auch dramatisch, klar, aber ich sehe es nicht so stark wie du. Also ich finde, dass der Vater vielleicht, sie hat ja nur das Gleiche mit dem Gleichen für sich nachher am Ende gemacht, ne? Sie hat ja nur versucht, das, was sie denkt, was er von ihr denkt, hat sie ihn ja dann behandelt. Und ich finde, ich sehe das nicht so tragisch wie du, weil ich halt denke, wenn du 25, 30 Jahre lang sowas erleben musst und sie einfach diese Stärke hat, einfach auszubrechen aus dieser Sache, finde ich, dann sollte man ihr das nicht vorwerfen. Ja, nee, kurzer Einschub, also ist völlig richtig. Für mich ist einfach so dieses, weil ich eben bei beiden daran glaube, dass sie eigentlich diese Liebe haben, aber dass das eben an dieser Problematik leider scheitert und deswegen eben nicht klappt. Das ist das, was ich so als Tragik empfinde und deswegen so wie das eben dieses eine Positive gibt, wenn sie sich dann emanzipiert und diesen Schritt macht, sehe ich da eben ja leider diese große Tragik. Ja, ich finde sie ist ja zu der Emanzipation eher gezwungen. Sie macht das ja nicht freiwillig. Und also ich finde, wenn man bedenkt, in welcher Zeit der Film rausgekommen ist und in welcher Zeit auch nochmal der Film spielen soll, finde ich es auch krass, wie einschneidend und scharf die Dialoge manchmal sind und wie verletzend. Also gerade das Gespräch, wenn sie dann bei dieser Verlobungsfeier am Anfang sind, zu Gast, und er dann mit der Tante da sitzt und dann auch wirklich direkt mit scharfen Worten sagt, ja, ich weiß, du sollst ihn machen, du idealisierst deine Frau, du machst deine Tochter schlecht, und er dann wirklich sagt, nee, also auch direkt und ehrlich, nein, das ist nicht so. Ich weiß, was ich hatte, und ich weiß, was ich als Ersatz gekriegt habe. Ja. Etwas, was ich nicht verteidigen kann und nichts wert ist. Und das ist schon richtig hart. Also
also ich finde, das bricht mir das Herz, wenn ich das sehe. Ich finde das schon echt heftig. Das kannst du von jemandem hören, der dich nicht leiden kann, aber doch nicht von deiner eigenen Familie. Da kommt der kalte oder der analytisch kühle Arzt durch, der eben am Körper rumdoktort, aber eben nicht den Gefühlsteil operiert kriegt, sozusagen. Der sozusagen ein nicht im Rhythmus schlagendes Herz, das könnte er wieder hinkriegen, aber ein gebrochenes Herz, da ist er eher nicht so für geeignet. Kurz nochmal zu der Tante. Ich finde, die Tante ist ein sehr schöner Gegenentwurf, weil die eben so relativ lebensfroh immer rüberkommt. Ich finde, bei ihr, also im Gesprächen zwischen Catherine und ihr, wird auch, finde ich, deutlich, dass Catherine durchaus Konversation kann und auch so schnippische Kommentare oder ich glaube, witty ist, glaube ich, so dieser englische Begriff. Ich will nicht unbedingt sarkastisch sagen, aber eben so, dass sie schlagfertig ist oder durchaus schlagfertig sein kann oder auch mal so eine kleine Spitze rausfeuern kann, wenn sie dann so lacht, wo sie einmal so auf der Party, wenn sie den Fächer einmal so davor hält, wo man ganz sicher sein kann, ja, sie grinst jetzt in sich hinein oder nimmt sie den Fächer wieder runter und ist sofort wieder in dieser Rolle, dieses keine Anzeichen nach außen geben, sondern die keinen Anlass geben, zum Beispiel, dass der Vater enttäuscht sein könnte von ihr, weil sich die Tochter daneben benommen hat oder sowas. Und dann haben wir halt diesen kompletten dieses Gegenbeispiel, von wegen, dass keine Konversation, dass sie nicht gut darin ist, Konversation zu betreiben, wenn eben Morris, wie gesagt, ich vergesse Schwester oder Tante mit den 14 Kindern zu Besuch kommt am Morgen und sie dann immer sagt, yes, Vater. Dann guckt sie wieder runter, dann sagt der Vater wieder, wir könnten doch bla bla bla. Dann sagt sie wieder, yes, Vater, guckt wieder runter. Bis dann der Vater sagt, ja, dann bring ihr doch mal diesen einen Madeira-Getränk. Also erstmal, der Vater steht ja nur schweigend im Hintergrund und beobachtet, das sagt ja die Tante, also die Schwester sozusagen immer. Und man darf auch nicht vergessen, das ist auch eine Sache, sie kann es, wie gesagt, in sich nicht, weil sie sich selbst nicht zutraut, aber gleichzeitig steht auch der Vater im Rücken. Genau, da kommt vielleicht genau ist das auch, ne? Wenn der Vater nicht dabei ist, dann ist sie ein bisschen gelöst. Ich meine, wir haben eben am Anfang diese Konversation auf dem auf dem Fest, wenn sie eben Montgomery Cliff trifft und sich mit ihm ein bisschen unterhält, dann merken wir auch, ja, so ganz super locker ist sie auf jeden Fall nicht. Aber ich habe auch nicht den Eindruck, dass sie gar nicht sprechen könnte. Ne? Also ich habe schon das Gefühl gehabt, dass sie, wenn sozusagen andere Leute rumrennen, also auch ist sie am Anfang schüchtern, aber also wenn sie mitkriegt, dass Leute sie gut behandeln, dann taut sie relativ schnell auf. Ja. Das finde ich schon. Ja. Und wir haben ja auf diesem Fest auch eines, was ich vorhin mal angesprochen hatte, das Thema Wiederholung. Ne? Sie kriegt dann irgendwie, also es ist ja das Fest von, wie ist denn das, die von ihrer Tante? Ich glaube Cousine. Ja, genau, oder Cousine. Und die dann stehen sie jetzt halt beieinander und dann kommt eben ein Junggeselle vorbei und sagt, hier, kennen Sie eigentlich schon meine Cousine eben, dann tanzen die einmal, dann setzen sie sich irgendwo hin und er sagt, ich gehe dir mal kurz Getränke holen. Dann kommt, ist er weg, ihre Tante kommt wieder, also die Tante Lavinia kommt dann an zu ihr und sagt, was denn, der holt dir Getränke? Ja, dann lass sie mal schön warten, aber nicht hier, und dann gehen sie halt weg und er tanzt schon mittlerweile mit einer anderen. Also kurz dieser Blickkontakt und diese Szene wiederholt sich dann, wenn sie mit Montgomery Clift, haben die dann schon einmal miteinander getanzt? Ja, ja. Dann sagt er, hier, ich hole uns was zu trinken. Und dann holt sie dieser alte Typ halt, weil Aunt Levin ja auch keinen Bock mehr hat, mit ihm zu tanzen, holt er sie auf die Tanzfläche oder schickt sie auf die Tanzfläche zu ihm, so einen alten Herrn, der nachher später Nasenbluten haben wird, weil er sich quasi übernimmt. Und dann kommt eben Montgomery Clift mit den beiden Getränken an und sie gucken sich dann eben auch fast, also sowohl die Einstellung als auch die Position im Raum sind eigentlich die gleichen. Ne? Sie tanzen genau an der gleichen Stelle wie vorher dieser Typ, der sie versetzt hatte und jetzt wird er sozusagen unfreiwilliger versetzt, was er nicht weiß. Und ich finde, da ist einfach toll inszeniert. Es ist ein schöner kleiner Kniff und da kommt auch, zumindest zu diesem Zeitpunkt ist da auch noch so ein schöner, feiner Humor in diesem Film. Also das wird mit so einem leichten Augenzwinkern auch erzählt, diese ganze Feier, finde ich. Es wird nachher, dadurch, dass das die ganze Geschichte auch deutlich ernster wird, geht natürlich der Humor auch ein bisschen zurück. Aber das finde ich auch total schön gemacht, eben vom Film jetzt so insgesamt. Ja, hat mir auch sehr gut gefallen, gerade weil er ja dann auch mit den Händen auch so mit Fingern so ein bisschen spielt und die enttäuscht macht und dieses, und dann auch dieses, diesen Verstehen, aber auch dieses, vielleicht dieses, sie wurde entführt sozusagen, sie wurde weggebracht. Nicht, weil sie es wollte, sondern er kann das halt deuten und konzentriert sich da halt so drauf, was er am Ende ja ein bisschen verliert. Ganz kurz, das stimmt, ne? Das sind beide super starke Schauspielleistungen, wie das eben mit Mimik und Gestik nur gemacht wird, ohne zu sagen, ja. Ja, finde ich auch sehr, sehr stark gemacht. Und ich finde es zum Beispiel auch interessant, sozusagen, dass ja mit dieser
mit diesem ersten Tanzpartner, der wird ja auch sozusagen etabliert, dass sie halt, weil sie halt wie so ein Mäuschen wirkt, dass sie halt nicht attraktiv ist für Männer. Das wird ja so dargestellt, weil es ja an sich total Quatsch ist, weil Olivia Havlon ist eine wunderschöne Frau mit Eleganz und wunderschönen Haaren und das ist für mich nicht nachvollziehbar, aber es wird ja dann halt so nochmal so als Sinnbild gemacht, dass wir nochmal sehen, wie die Männerwelt allgemein auf sie reagiert, damit wir halt wissen, wo was der Vater halt auch in der Argumentation halt immer meint. Und ich finde, vom Casting her ist das auch kein gut aussehender Mann, davon abgesehen gewesen. Also, ist jetzt nicht so schlimm. Haben sie schon clever gemacht, als der Montgomery Clift auftaucht, dass die Sonne aufging. Ne? Also war schon ein schöner Wechsel in der Hinsicht. Das finde ich auch stark, auch diese Dialogszene, wenn sie dann eben den ersten Tanz machen und dann sagt er hier, ja, I won't kick you if you don't kick me. Ne? Oder so, ne? Also ich trete dich nicht, wenn du mich nicht trittst. Und dann fragt sie noch irgendwas und dann sagt er, ja, ich habe... I'm wearing Arthur's boots oder so. Also Arthur ist der, ist sein Bruder, der gerade verheiratet wird sozusagen. Und auch das finde ich eine schön doppeldeutige Zeile. Einfach, oder kann man eben mehrfach deuten. Einerseits, er hat tatsächlich physisch gerade die Stiefel von seinem Bruder an und kann deswegen nicht so gut tanzen. Aber auch für ihn, so wie sie eben, wie ihr Vater das Bild der Mutter auf sie projiziert und sie diesen Schuhen nie gewachsen sein wird, so ist anscheinend auch bei ihm. Wird er dann möglicherweise auch immer mit Arthur verglichen, der erfolgreich ist, der das Geld macht, der jetzt die Frau an seiner Seite hat und der total tolle Typ ist. Und diese Schuhe wird er nie ausfüllen können. Also kleine Andeutung, ne, das ist jetzt auch von mir mehr, noch ein bisschen mehr reingelegt, weil wir nicht sehen, wie seine Familie sozusagen, doch wir sehen es eben in der Miss Montgomery später mal, wenn der Fall sie holt, aber nicht von seinen Eltern oder von seinem Bruder wird, glaube ich, nichts über ihn gesagt. Aber das ist gar nicht der Bruder oder Cousin. Wieso stehen sie nicht so nah? Meinetwegen auch dieses, aber auch da ist irgendwie so, also für mich ist dieses Arthur's Boots ist für mich so eine Zeile, wo eben auch gezeigt wird, auch er wird eben bewertet, beäugt von seiner Familie, ohne dass wir das so konkret sehen, wie es eben bei Catherine und ihrem Vater der Fall ist. So als kleine Geschichte da an der Stelle noch. Sich auch. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich finde, dass Catherine halt im Laufe des Films halt von allen möglichen Leuten halt immer unterschätzt worden ist. In vielen Bereichen, also zumindest habe ich sie immer so gehandelt für mich, also ich habe sie immer so ja, ich will jetzt nicht, ich will sie jetzt nicht auf ein Podest stellen, aber ich fand sie halt schon sehr sehr menschlich und sehr greifbar halt in vielen Bereichen, also mir tut das weh, wenn ich weiß, was passieren wird, was auf sie zukommt, wenn ich das sehe, weil sie das halt einfach nicht verdient. Sie verdient das in absolut keiner Art und Form. Und es ist noch viel schlimmer, die Tatsache, dass sie dann auch noch Recht haben, wie sie in ihrer Argumentation, weil die Tatsache, dass sie halt das Schlimmste annehmen, das kann man ja in 1000 verschiedenen Variationen begründen, warum es so ist, aber sie gehen ja sozusagen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, um sie halt niederzumachen. Man könnte halt auch versuchen, einen anderen Weg zu finden, um ihr das halt näher so zu bringen. Und man könnte sie auch einfach so akzeptieren, wie sie ist. Ne, das wäre auch noch eine Variante. Ja, genau. Und weil sie einfach ihre eigene Erfahrung machen lassen oder ähnliches. Ne? Also ich meine, das ist ja allgemein in Filmen halt auch so und auch also gerade jetzt nicht dadurch, dass ich ja nur vielen asiatischen Serien und Filmen unterwegs bin, das ist ja noch sogar heute noch so, dass es halt ein sehr, sehr großes Thema ist, wenn sozusagen die Liebenden aus verschiedenen finanziellen Bereichen kommen. Das ist ein Riesending, was da, also ich weiß jetzt, also wenn es jetzt wirklich reich gegen Normalbürger ist, glaube, das hast du dann überall, wo es Probleme gibt in der Hinsicht. Aber das ist schon ein sehr, sehr starkes Thema und das kann ich schon verstehen. Gerade weil er ja auch von Anfang an sagt, ja, ich habe kein Geld. Das Geld, was ich hatte, habe ich für Reisen genommen und ich habe jetzt auch aktuell kein Einkommen und so. Und das sind Elemente, wo ich ja auf der Weise dachte, wenn er so mit offenen Karten spielt, der könnte ja auch was vorschwindeln, ist es ja auch an sich vielleicht was Positives. Das war auch ein Grundaspekt, wo ich am Anfang gedacht habe, na, vielleicht ist da ein bisschen was Wahres dran, aber wir bleiben noch in der Schwebe. Es muss ja nicht so sein. Dass für ihn tatsächlich eben das Geld weniger zählt, aber dass eben die Gefühle ja tatsächlich, wie es eigentlich auch sein soll, eben eine sehr romantische Vorstellung ja eigentlich ist. Ne? Ja, genau. Ich fühle etwas und alles andere, das kriegen wir schon irgendwie hin. So. Genau. Das war ein Aspekt, wo ich dachte, das kann man natürlich positiv, aber natürlich auch negativ auslegen, wie es dann halt so ist. Und das haben wir ja dann auch gehabt in der Form. Wir haben ja dann die positive Auslegung durch Catherine und dann haben wir ja auch die negative Auslegung durch den Vater halt selbst. Ich finde das so krass, dass die Tante die ganze Zeit so als extreme Kupplerin sozusagen fungiert hat. Das war ja schon fast Romeo und Julia mäßig.
das fand ich schon sehr extrem. Ich muss auch sagen, dass ich das erste Mal einen Eindruck hatte, dass mir die Tante nachher so ein bisschen genervt hat nachher mit ihrem Enthusiasmus. Das war mir nachher teilweise ein bisschen zu viel. Ja. Also ich finde, die Tante ist so in vielerlei Hinsicht der Gegenentwurf zum Vater. Ja, natürlich einfach schon aus der Dings, der Vater ist eben der männliche Beeinflusser, sie ist ein weiblicher Beeinflusser, ein bisschen weiter weg in der Verwandtschaft. Aber auch sie ist anscheinend Witwe, so wie der Vater Witwer ist. Ne? Sie hatte auch eine Beziehung. Und sie ist diejenige, aus meiner Sicht, die auch wieder in Catherine reinprojiziert. Nämlich sie ist diejenige, die ihr eigenes Leben da nochmal sehen will, die sich eben erhofft, ja, selbst wenn er dich nur wegen des Geldes nimmt, aber dann habt ihr trotzdem irgendwie eine schöne Zeit und dieses was erleben und Spaß haben. Das ist das, was sie quasi, also aus meiner Sicht ist das, was sie hatte oder was sie sehr vermisst auch immer wieder. Das bringt sie immer wieder zur Sprache. Und das möchte sie jetzt, dass Catherine das auch erlebt, quasi für sie nochmal. Mhm. Dass sie ihr Traum da sozusagen nochmal miterleben kann, ist so mein Eindruck. Ja, das sehe ich auch so. Das nennt sich das auch perfekt gemeinter Gegenentwurf zum Vater, weil der Vater hat ja diese Einstellung, ich muss meine Tochter, also ich weiß, dass er ein Betrüger ist, ich weiß, dass der nur das Geld will. Ich muss sie davor schützen, dass sie diesen Fehler nicht macht. Wenn die Tante sagt, ja, sie kann den Fehler doch machen, aber sie soll den auch genießen, wenn sie ihn macht. Und das sind schon zwei sehr konträre Punkte. Und das ist natürlich auch die Frage für mich als Zuschauer, mit wem gehe ich mit? Oder bin ich irgendwo dazwischen? Ja, oder bin ich dazwischen? Oder wenn ich ihr das sage, dann lass sie doch ihre eigene Entscheidung treffen, was sie möchte, und nehme mir nicht die Entscheidung ab. Das ist ja das Problem, dass sie ja immer die Entscheidung abgenommen wird in dem Film. Ich meine, bei dem Vater ist das natürlich auch gemischt, so, weil einerseits kann ich nachvollziehen, dass er sagt, hier, ich möchte nicht, dass du auf so einen Betrüger reinfällst, ich möchte dich schützen. Aber es kommen auch ganz klar bei dem Vater durch, ich möchte hier auch unseren Namen nicht besudelt sehen, sage ich jetzt mal ganz überspitzt oder zugespitzt. So. Und das macht es dann eben auch so wieder ein bisschen schwerer, mit ihm komplett mitzugehen, weil wenn er sagt sozusagen, weil wenn er eben ausdrückt, ich möchte nicht, dass du auf den Betrüger reinfällst, ich möchte dich schützen, ne, ich möchte nur das Beste für mein Kind, dann ist das ja was Positives. Aber der andere, der nächste Schritt ist dann eben, wie gesagt, dieses, ja, wir haben ja auch ein gewisses Ansehen und so, und ne, meine Tochter soll auch einen ordentlichen Mann haben. Dann ist das ja schon eher ein bisschen egoistisch und eben auf den eigenen Stand bedacht und nicht mehr nur darauf, dass Catherine es gut ergeht oder. Na, ich finde, du hast den wichtigsten Punkt in der Hinsicht noch nicht mal genannt. Also ich denke einfach, dass er hat ja diese von Anfang an diese Tendenz, und er liegt ja auch richtig. Das wollen wir ja gar nicht absprechen. Aber der Punkt ist ja, wie er dahin kommt. Er kommt ja am Anfang nicht darauf. Auf diese Fakten hin, dass sie vielleicht so schnell sind und so, das ist ja gar nicht seine Argumentationsgrundlage. Seine Argumentationsgrundlage ist aber die Tatsache, dass er einfach denkt, seine Tochter ist nichts wert. Und deswegen kann er ihm das nicht abnehmen, weil er von seiner eigenen Tochter keine gute Meinung hat. Und das ist ja die Argumentationskette, die er auch hat und wählt. Und das ist halt einfach der falsche Schritt. Man könnte ja es in tausender Variationen, das ist, was ich vorhin meinte, man kann es halt in tausender Form begründen, warum er nur das Geld möchte. Man kann dann sagen, er trinkt mein Brandy, er trinkt die Wörter, er fühlt sich hier schon zu Hause, er will es übereilen, hat vorher schon die Kondition gegeben. Das könnte man mit praktischen Sachen sozusagen begründen, aber er wählt ja den Weg zu sagen, jetzt sei mal ehrlich, wir wissen beide, dass du nichts wert bist. Das Einzige, was du kannst, ist sticken, und du wirst auch immer blöder. Also das ist einfach so, egal was ich in dich reininvestiere, du kannst halt einfach nichts und du wirst auch nie was können. Das ist eine Argumentationsgrundlage, und das ist natürlich der absolut falsche Weg. Und das ist natürlich, und das ist das Problem an der Sache, ist, weil die Tante halt auch nicht viel sagt und einfach sagt, naja, es ist schon so, aber halt nicht begründet, in welcher Form, geht natürlich Catherine davon aus, wenn sie es dann hört, als und dann halt einfach nur dieses kleine Wort, warum, sei doch mal ein bisschen clever, sei doch nicht so dumm, wieso hast du ihm denn das gesagt? Und das ist ja für sie sozusagen nur, also weil ja nicht mehr viel dazu gesagt wird, kann sie ja sozusagen alles, was sie von dem Vater paar schon vorher gehört hat, komplett in dieser Antwort sehen, geht davon aus, dass ihre Tante komplett identisch denkt. Auch wenn die eine ganz andere Motivation hat, aber das erfährt sie ja nie. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich finde es auch total stark, wie der Vater eben das einfädelt, ihn kennenzulernen, den Morris, wenn er ihm sozusagen zum Essen einlädt. Ne, hier, lassen Sie uns Dienstag 6, und dann fragt er ihn ja da komplett aus beim Essen hier. Aha, Sie waren in Europa und wie haben es gemacht? Ja, hier halt das Geld, was ich hatte, habe ich eben verbraucht, aber ich habe jetzt da nichts gelernt oder so. Und dann wird er was, wie, du hast nur rumgeschlawenzelt und müßig Gang betrieben wahrscheinlich so. Und dann dieses,
Ich würde ja gerne noch weiter mit euch quatschen, aber ich muss jetzt noch zur Krankenhausgemeinde und da irgendwie eine Rede halten oder so, wo ich so denke, er hat sich schon mindestens vorher überlegt, na, ich lasse es nicht zu lang werden, diese ganze Geschichte, hatte vielleicht schon einen Verdacht gehabt zu dem Zeitpunkt, aber auch gewusst, ich habe einen Rückzugsplan, wie ich auf jeden Fall sagen kann, also wenn es jetzt super gelaufen wäre, hätte er wahrscheinlich gesagt, ach weißt du, ich hätte noch diesen Vortrag, aber den sage ich jetzt einfach ab, weil ne, wir verstehen es so gut. Und so hat er dieses, ja gut, mit dem wir jetzt auch nichts mehr zu tun haben, ich habe jetzt hier diesen wahrscheinlich... Wer weiß, wie wichtig diese Rede ist. Na gut, nicht hundertprozentig, kann ich jetzt nicht beantworten, aber dass man sagen könnte, naja, was ist diese eine Rede da im Gegensatz dazu, dass meine Tochter jetzt einen Freund mit nach Hause bringt und einführt und vorstellt und so, ne? Ich finde es auch spannend, wenn er wieder zurückkommt, ne? Wenn sie dann auf ihn wartet, er weiß ja schon, was auf ihn zukommt, er ist ja nicht, er redet ja vom Schlimmsten aus. Also sag mal, wer kommt wann zurück? Der Vater kommt ja nach Hause danach, nach seiner Rede. Und sie wartet ja auf ihn, weil er dann sozusagen jetzt den Antrag gekriegt hat. Und ich finde, er weiß ja genau, was auf ihn zukommt und er ist ja von der nicht sehr angetan und zieht das ja unnötig in der Länge, mal mit dem, oh, komm, wir gehen in ein anderes Zimmer, auch setzen wir uns erstmal hin. Das ist auch stark. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde es total krass, dass sozusagen sein Fokus, weil er das ja von Anfang an nicht für voll nimmt, sein Fokus die ganze Zeit auf diesen Handschuhen ist, ne? Dass das die teuersten, edelsten Handschuhe sind in der Hinsicht. Was er dann als Punkt nimmt. Was er sozusagen seine Haltung bestätigt. Und ich finde es zum Beispiel auch sehr stark, gerade wenn man das in diese Zeit einordnet, dass dann halt Catherine einfach sagt, Papa, ich habe mich verlobt. Also sie kommt, anstatt zu sagen, darf ich mich verloben oder er wird dich morgen meine Hand bitten? Nee, sie stellt sich vor die Tat und sagt, jetzt bin schon verlobt, jetzt haben wir das, ne? Und das finde ich so der erste Ausbruch, so dieser emotionale Juhi. Beide Männer sagen das ja eigentlich zu ihr, so dieses, nee, also sowohl Morris sagt zu ihr, nee, ich mach das morgen, ich sag das deinem Vater, oder es ist unüblich, dass du ihm das zuerst sagst, lass mich das lieber sagen, so ungefähr, ne? Oder ihn fragen. Und genau, er reagiert ja genauso, ja, das sollte er mir schon selber sagen. Ja, das wird er ja machen, ja, aber es ist trotzdem nicht das Gleiche. Ne? Womit er auch recht hat. Ne? Also, ja, aber, na ja. Also ich weiß zum Beispiel, als ich die Filme das erste Mal gesehen habe, da fand ich jetzt so die Morris-Rolle unglaublich charmant und auch so gut aussehend. Und so, also gut aussehend also, immer noch. Und halt auch, ja, das stimmt. Und dann halt auch so umgarnend, so, das fand ich schon so, oh, diese Selbstbewusstsein, diese Männlichkeit, das fand ich schon sehr, 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 sehr stark. Und als wir den Film jetzt heute nochmal gesehen haben, da habe ich echt so gedacht, boah, man ist ja auch ein bisschen lebensweiser geworden, so, ne? Also man hat ja auch schon ein bisschen mehr Lebensweisheit und ist selber nicht mehr so naiv. Und der ist ja von Anfang an so offensichtlich. Also ich nicht, Beispiel für offensichtlich ist nachher im zweiten Akt, aber er ist ja doch schon sehr dieses, spätestens, wenn er dann zu ihr sagt, ja, sagt das dein Vater, aber wenn dein Vater ist, wir kriegen das hin, aber du musst darum zu sagen, betteln, dass ihr euch auch wirklich vertragt und das sind ja wirklich, und ihr diese ganzen Wörter ein und diese ganzen, das musst du sagen, also einflüstert, das finde ich ist schon sehr, sehr offensichtlich, wo ich halt denke so, Warst du da etwa früher auch ein bisschen in Montgomery Clift verschossen und hast das überhört? Na, ich glaube tatsächlich, dass ich am Anfang immer dachte, so, habe ich immer noch gezweifelt, weil das ist immer, das war immer man wollte vielleicht auch, dass es positiv genau. endet. Ne? Ja, man hat immer noch diesen positiven Zweifel, man möchte ja nicht das Negative sehen, vielleicht haben wir auch alle Unrecht, das kann ja genauso gut auch ein Drama sein, was sich in die Richtung entwickelt, die lieben sich wirklich und auf einmal sozusagen die Eltern sind die Bösen und wollen halt diese Beziehung trennen. Das kann ja, du weißt ja nicht mehr, in welche Richtung sozusagen das geht von Anfang an. Und Ich fand, also jedes Mal, wenn ich diesen Film sehe, umso früher merke ich, dass er ein Schwindler ist. Also das ist mir immer wieder früher klar. Und ich habe zum Beispiel auch in der Wertung, ne, ich habe auch für mich festgestellt, weil du mich vorhin gefragt hattest, was habe ich anders gewertet als früher? Da haben wir diese legendäre Treppenszene, wenn sie aus dem Regen kommen, dann nimmt man immer die gleichen Szenen jetzt immer verwechseln, aber wenn sozusagen sie dann sagen, komm, wir müssen heute durchbrennen, hol mich heute ab, dann stehen die ja beide im Reden, dann geht er jetzt sie hoch. In dem Moment, wo sie hochgehen, sagt, dreht sie sich ja nur um und sagt, ach, ich lass mein Erbe sausen, Hauptsache wir sind zusammen. Was sie ja nicht bettelarm macht, ne? Aber zum den Teil von ihrem Vater, wir brennen durch. Ist noch die Draußentreppe, ne? Ja, das ist die Draußentreppe. Und wenn er das so zu ihr sagt und alles, ich habe früher immer gedacht, dass sie da schon aufgetaut ist und dass sie ihn testet. Das habe ich auch überlegt, ja. Das war für mich immer so ein großer Zweifel, wo ich dachte, jetzt testet sie ihn, weil sie es von ihrem Vater gerade gekriegt hat, um zu zeigen, jetzt hast du recht, ich beweise es dir jetzt. Und es kommt auch einmal so, dann umarmen die sich beide nochmal und sie küssen sich, glaube ich, nicht. Und dann kommt von ihr einmal schon so ein Blick, wo ich auch dachte, ja, das ist jetzt schon so ein bisschen, sie will ihn jetzt locken, ob er irgendwie darauf reagiert oder wie er darauf reagiert. Und wie sie auch so richtig entschlossen, das erste Mal, dass sie richtig entschlossen redet in dem ganzen Film, ist, wenn sie jetzt zu ihm sagt, wenn er sagt, nee, ich will euch nicht trennen, ihr findet wieder zusammen.
dann sagt sie ja ganz entschlossen, ja, selbst wenn, das will ich aber nicht. Und aber auch so diesem Ton, dieses Entschlossene, das weißt du, daran ist nicht zu rütteln. Und das war für mich, ich habe damals immer gedacht, oh, dieser Pfiffig, die testet ihn. Aber heute habe ich gedacht, nee, das ist vielleicht ein unbewusstes Testen, aber sie macht das nicht absichtlich. Sie will wirklich durchbrennen. Ja. Und ich glaube, da hat sich meine Haltung geändert, dass ich jetzt damals ihr vielleicht ein bisschen mehr zugetraut habe. Also. Ja. Aber ich finde, es ist so ein bisschen eine gewisse Ambiguität da, also dass man das durchaus so schon irgendwie vielleicht, na, so ein bisschen, also wie gesagt, dieser eine Blick macht es bei mir so, dass sie da einmal so an der Kamera vorbeischaut und so ganz kurz so wirkt wie dieses, na mal gucken, wie er jetzt reagiert oder wenn er nachher, oder andersrum, jetzt habe ich ihm das gesagt und wenn er nachher kommt, dann weiß ich, er macht es eben nicht nur wegen des Geldes. So rum. Ja, der Grund, warum ich zum Beispiel glaube, dass sie wirklich nicht getestet hat, ist einfach diese Reaktion, die wir in dieser intensiven Szene danach haben. Das ist meine Lieblingsszene, die ich vorhin gesagt habe mit ihrer Tante, weil sie da so intensiv reagiert. Ich glaube, sie war nicht darauf vorbereitet, dass es passiert, und deswegen glaube ich auch nicht, dass sie bewusst getestet hat. Aber ich habe früher immer gedacht, dass sie getestet hat. Ja. Ich glaube, sie war davon überzeugt und sie hat an die Menschen geglaubt und ich glaube, das Problem, also ich finde, die Härte dieser Szene ist und diese Intensität, die sich daraus ergibt, ist erstmal diese Kameraeinstellung aus der Ferne, dass sie halt sozusagen die Tante kann sie nicht mehr angucken, dreht sich so von ihr weg und dann kommt halt diese Euphorie, er ist da, ach nee, er ist doch nicht da und hier ist da und dann kriegt sie halt einfach diesen schnippischen kleinen Satz von ihrer Tante, hättest du es nicht gesagt? Und dass sozusagen, es ist ja nicht so schlimm, dass er nicht kommt. Ist auch noch schlimm genug, dass die Tante das auch glaubt. Dass es aber ist nicht das, dass die Tante das so sagt und sie dann zu ihr sagt, ach, du bist genau wie mein Vater, ist das nicht nochmal später? Nee, sie sagt dann noch so dieses, sie kommt auf der rein und sagt, warum hätte ich ihm das nicht sagen sollen? Warum hätte ich ihm das nicht sagen sollen? Und darauf sagt dann die Tante so, oh, Kind, sei doch mal ein bisschen klug. Da hättet ihr doch eine schöne Zeit gehabt. Und sagt ihr dann halt alles. Warum musstest du es denn versauen, sagt die Motto. Das ist ja das. Ja. Und wo dann halt bei ihr alles so vor Augen aufgeht, du bist wie mein Vater. Und also diese Szene, das ist für mich unglaublich intensiv. Also ich finde die unglaublich stark. Ich glaube, ich verschiebe das gerade irgendwie, dass sie erst mit ihrem Vater so sehr bricht und dann eben mit der Tante später noch. Ja, mit der Tante bricht sie ja nie bewusst. Ja, doch, nachher irgendwann kommt das schon nochmal mit diesem eben gerade auch, weil eben dieses, ach, hättest du ihn noch einfach genommen, egal. Aber egal. Ja. Nee, sie bricht ja mit der Familie, also mit dem Vater bricht sie bewusst, spätestens an der Stelle, wenn sie ihm die Meinung sagt und ihn ja nicht mehr beachtet und dann halt am Sterbebett, damit bricht sie ihn. Aber mit der Tante spielt sie Katz und Maus, die Tante ist halt wie immer und sie sagt halt nur das Nötigste und ist halt höflich zu ihr, aber nimmt sie halt nicht mehr für voll oder und die Tante kann halt auch keinen Einfluss mehr auf sie nehmen, aber sie lässt die Tante halt laufen. Ne, ja, oder so. Vielleicht ist es so, dass sie einfach dann in der letzten Szene der Tante dann eben dann auch ganz ehrlich sagt, hier, du, er hat mich einmal veralbert, okay, und jetzt, wenn er es das zweite Mal versuchen will, wird das nichts werden, jetzt zeige ich ihm mal, wo der Hammer hängt. So. Und vielleicht ist das, dass sie da bis dahin eben der Tante ihre Karten offenlegt, so rum. Ja, ja, und dann kommt ja auch dieses... Ja, und dann kommt nämlich dieses Messer ins Herz. Das ist für mich, glaube ich, einfach eines der schlimmsten Momente, wenn die Tante zu dir sagt, du bist so grausam, du bist so kalt. Und nach allem, was sie erlebt hat und was mit ihr gemacht wurde, und das Tante sie überhaupt, also ich fand das aufrecht, weil sie auch meinte, Tante, du willst doch nicht wirklich, dass ich, er hat, was er mit mir gemacht hat und was er wollte, dass wir zusammenkommen. Also ich finde das, ich muss auch nicht sagen, also ich habe auch, also ich finde, sie ist genauso. Ich finde, dass die Tante sich da rausnimmt aus ihrer Motivation heraus, ich finde, das ist das Letzte. Ich finde, die Tante ist da für mich eben dieses, ja, ist doch alles scheißegal, Hauptsache, du hast ein bisschen Spaß mit ihm, so deute ich das. So, ja, aber nachdem was vorgefallen ist, da kann man ja keinen Spaß mehr haben. Also da bin ich komplett auf Catherines Seite. Und ich finde es von der Tante auch vermessen und auch, dass sie den gleich mitbringt und solche Sachen, das finde ich, das geht gar nicht. Sich genauso. Und dass sie, also ich finde das zum Beispiel von Catherine, dass sie halt so als Person gewachsen ist, nach dem Motto, okay, gleich ist mit gleich und dann ist auch gut, ist das Thema durch. Finde ich halt unglaublich in der Charakterentwicklung, extrem stark und halt auch sehr selbstbewusst. Und ich finde es zum Beispiel unglaublich hart, weil die Tante zu ihr sagt, du bist so grausam und sie dann sagt, ja, ich habe ja von den Besten gelernt und von den Meistern gelernt. Taught by Masters. Weil in dem Moment sagt sie dann der Tante, was sie von ihr hält. Besser, genau. Und dann, die Tante ist ja dann auch schockiert und tritt ab, so nach dem Motto. Und ich finde,
Also ich finde, das ist so eine intensive Szene, weil ich halt denke, das ist halt diese Ungerechtigkeit, das ist für mich ein Sinnbild für die Ungerechtigkeit in der Welt. Mhm. Du kannst dich anstrengen und machen, du kannst immer lieb und nett sein und dann bist du einmal anders und alle schießen auf dich rein und sagen, du bist der Bösewicht. Und das ist genau dieses Bild. Ich finde, sie macht in der Hinsicht alles richtig, geht ihren Weg, sozusagen trennt sich von allem, was ihr nicht gut tut. Und sie wird dann halt dargestellt als das Monster. Und das finde ich, und ich finde es in der Hinsicht so hart, weil ich finde, sie handelt in diesem Moment einfach so richtig. Und ich finde es so toll, dass sie macht. Und wie sie, ich finde, go girl, go. Also ich finde es so toll. Und ich bin da so begeistert, dass sie das halt durchzieht und nicht wieder darauf reinfällt oder irgendwas, nur eine Straftat begeht oder irgendwie. Und ich finde es so hart und so fies von der Tante zu sagen, du bist grausam. Also in dieser Bedeutung, du bist. Ich finde es so. Oh, das tut weh, das ist ein Messer ins Herz. Wäre es irgendwie stark, wenn die Tante so kommt und sagt hier, ja, er ist jetzt hier gerade vor der Tür so ungefähr, ne, und dann kommt er nochmal rein. Dann ist das so, dass von der Inszenierung her sie noch, also Catherine kriegt nochmal zwei Einzelaufnahmen, zwei Close-Ups von ihrem Gesicht, während er eher aus der Distanz zu sehen ist, beziehungsweise wenn er eine Großaufnahme von ihm oder von seinem Gesicht gibt, dann ist sie mindestens noch mit im Bild. Er ist dann nicht mehr alleine dabei. Ich glaube, nachher ganz einmal kurz, da geht sie kurz weg oder so und er geht nochmal so Richtung des Nebenzimmers und steht dann so in eher in einer Halbtotalen ist das ja, also auch nicht so, also auch ein bisschen Distanz wird er eingefangen. Da ist er dann sozusagen nicht mehr alleine im Bild oder kriegt nochmal diesen Moment, dass er da sozusagen ganz alleine so auftreten. Das fand ich, glaube ich, ist auch so ein bisschen so dieses unterbewusst so psychologisch, ne? Wie inszeniere ich dann eben so eine Szene? Und das ist jetzt nicht mehr die gleiche Szene, aber wenn sie dann später einmal kommt, naja, es ist so heiß und hier, oh, du hast das Kleid aus Paris an, ne? Wo die Tante erst so dieses so positiv da steht, ja, Paris. Und dann das ist die Tante, das ist die Angestellte. Und dann, okay, und dann antwortet sie ja so, das ist das, it's the coolest dress I could find. So, also dieses A ist es bewusst gegen die Hitze, aber es ist auch eben diese emotionale Kälte, die sowohl auf sie einwirkt, aber die eben jetzt auch von ihr ausgeht, weil sie die anderen Menschen erkennt, wie was sie von ihr denken und so. Und jetzt so schlägt sie sozusagen zurück. Das ist ein sehr guter, schöner Punkt. Das ist ein sehr, sehr schöner Punkt, den du nennst, weil das ist ja wirklich eine Tendenz, ein negatives Ende am Ende rein, ne? Dass sie sich halt abschottet von der Welt, so als alte Jungfrau sozusagen sterben wird, ne? Weil sie halt sozusagen von jedem jetzt negative Gedanken sozusagen zuweist und zuordnet. Wie ist das denn? Siehst du das eigentlich? Ist das eine Linie in der Familie dann? Der Vater, also abgesehen von den Angestellten, na gut, dass die Tante vielleicht noch mit am Sterben, also der Vater stirbt allein, das finde ich auch ein herrlicher Moment. Das ist einer der wenigen Szenen, wo sie auch mal draußen ist, alleine. Sie sitzt im Park auf der Bank. Auch da wieder die Tiefe des Raumes. Wir sehen eben im Hintergrund den Hauseingang und wir sehen, wie die Angestellte aus dem Haus geht, bis zu ihr kommt. Ihr sagt hier, ihr Vater, es geht ihm sehr, sehr schlecht. Er wird jetzt sterben und sie sagt, ja, ich komme nicht. Ja, und so dann spät, geht sie und dann geht sie auch diesen ganzen Weg wieder zurück. Das ist alles eine Einstellung. Ne? Du wirst da nicht entlassen. Und ich finde das so, also das ist auf einer gewissen Ebene, ist das so dermaßen hart. Einfach dieses, ich kann nachvollziehen, dass sie eben mit ihrem Vater gebrochen hat und ich kann nachvollziehen, dass er sich trotzdem wünscht, dass sie da ist und es ist der letzte Moment. Sie hat danach nie wieder die Chance, mit ihm zu reden. Ne? Das Letzte, was wir gesehen hatten, war diese lange Szene, in der sie sich beide nie angeguckt haben, in der sie immer miteinander reden, wo sie dann nachher noch, komm, ich hole jetzt hier einen Zettel und Stift und oder eine Feder, ich notiere dein Testament und dann sagt er, nein, ich möchte ja mein Kind nicht enterben. Und dann im allerletzten Moment in dieser Szene guckt sie ihn an und er blickt sie zurück und dann haben sie noch einmal Blickkontakt und sie stellt ihm diese eine Frage, die mir jetzt leider gerade nicht einfällt, weshalb das ein bisschen der Klimax verloren geht in der Argumentation. aber sie stellt ihm eine Frage und diese Frage bleibt unbeantwortet. Das ist das letzte Mal, dass sie miteinander reden im Film und dass sie sich angucken. Sie haben sich nochmal in die Augen gesehen. Und dann sitzt sie da draußen, ist also auch räumlich schon von ihm entfernt. Sie ist von diesem Haus auch in diesem Moment entfernt. Und auch in dem Moment, in dem ihr Vater stirbt, ist sie nicht mehr bei ihm. Also da ist eben dieser völlige Bruch. Und das ist, finde ich, so hart. Also ich finde es einfach so traurig. Also ich wünsche den beiden eigentlich, dass sie irgendwie besser mit auseinander kommen. Ich kann das zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Denke mir dann aber gleichzeitig, oh Gott, wie wirst du in 10 Jahren irgendwie mal denken, so, oh Gott, ich habe meinen Vater in seinem letzten Moment, war ich nicht mehr bei ihm und wir konnten uns nicht nochmal irgendwie was sagen oder so. Vielleicht haben sie sich auch alles gesagt, aber. Ja, aber das ist ein sehr gutes Bild für ihre Verbitterung, ne? Also ich finde das auch, ich finde auch, dass es eine extrem harte Szene war und ich glaube auch, dass sie das bereuen wird in ihrem Leben.
wenn sie sozusagen sich ein bisschen von dieser Verbitterung alleine lösen kann. Das denke ich auch, dass es ein Fehler war, das so zu machen, aber ich finde, eine klarere Grenze kann sie nicht ziehen. Ja. Und in der Hinsicht ist es doch stark für ihre, dass sie als Person gewachsen ist, auch durch negative Sachen gewachsen ist. Und wenn sie halt eine sehr negative Motivation hinterher hat, dass sie aber trotzdem sozusagen jetzt im Leben angekommen ist. Ja. Genau, und ich wollte eigentlich noch fragen, ob das so eine Linie ist, weil du sagst eben, sie stirbt vielleicht als einsame Jungfrau, also der Vater stirbt alleine, wie gesagt, ohne, also mit ausgeklammert die Bediensteten, die vielleicht am Bett stehen. Und der Arzt. Und eventuell eben die Tante. So, die Tante scheint ja, wie gesagt, ist auch schon Witwe und scheint dann auch alleine zu sterben. Das wird natürlich nicht ganz klar, aber auch mit ihr bricht Catherine ja. Obwohl ich das Gefühl habe, dass die Tante sehr gutes Potenzial hat, nochmal zu heiraten. Also so oft die Dürfenpartys rumkriegt. Und dann eher so, also, ne, diese beiden, ihre durchaus älteren Bezugspersonen, die Generation vor ihr, ihre Elterngeneration, dass die sozusagen allein sterben und dass auch ihr möglicherweise dieses gleiche Schicksal blüht. Ja, das ist ja eine Tendenz, dieses negative Ende. Das ist halt die Frage, das kann man ja nicht abschätzen, wie du, was ich vorhin meinte mit der Endinterpretation, die du dann hast. Ne? Ja. Ob du denkst, sie macht jetzt halt das mit dem Kapitel abgeschlossen und geht jetzt ihren Weg, oder ob man denkt, ja, sie hat mit der Welt abgeschlossen. Das ist halt die Frage, welchen Weg du dann sozusagen für dich in der Interpretation wählst am Ende. Ne? Wenn sie jetzt nur mit dem Kapitel abgeschlossen hat und vielleicht nach 5, 6 Jahren denkt, oh, pff, das war vielleicht, naja, ich stehe jetzt im Leben, ich bin mein eigener Herr, dann hat sie ja trotzdem noch Chancen zu heiraten, auch wenn gut, obwohl in der Zeit, ne, man weiß ja nie, es ist ja auch immer noch ein bisschen schwieriger, da jemanden zu finden. Jetzt hat sie ja das Erbe mit den 30.000 Ja, das macht für sie ja nicht leichter. Das ist ja für sie, dadurch hat sie ja immer diesen Verdacht, dass jemand an ihr Geld möchte. Ja, ja. Ne? Und davon wird sie sich ja nicht mehr lösen können. Das ist ja für sie ein prägender Faktor gewesen jetzt. Ne? Aber wenn sie jetzt zum Beispiel sagt, ich bin mit mir alleine glücklich, das gibt's ja auch. Ne? Und ich kann mit mir alleine glücklich werden, ich muss mich auf andere Leute sozusagen mich verlassen. Ich finde das immer schwierig, weil man versucht ja sozusagen bei Figuren halt das klassische Rollenbild aufzuerlegen. Aber wenn sie, ich glaube, das wirkliche Happy End wird ja in diesem Hintergrund erst klar, wenn sozusagen sie das macht, was sie wirklich möchte. Ja. Und also sie macht in diesem Moment, was sie möchte. Und deswegen sehe ich das als, würde ich das als positiv deuten. Aber ich glaube, dass viele Leute halt auch denken, ja, sie muss aber einen Mann kriegen und Kinder und was weiß ich was. Also kann ich mir vorstellen, dass viele Leute das als sehr bitteres, negatives Ende drücken, weil dieses Rollenbild drauf verlangt. Aber wenn sie halt für sich, mit sich selbst im Reinen ist und das, dass sie wirklich ihren Antrieb hat, dann finde ich, ist nicht das Ende negativ. Mhm. Aber ich kann das verstehen. Also ich kann, je nachdem, welche Interpretation man am Ende wählt oder vielleicht noch eine dritte Interpretation, die ich jetzt gerade nicht denke, ist alles nachvollziehbar für mich. Ich persönlich gehe jetzt einfach diesen Weg der starken Frau, weil ich das einfach toll finde, wenn im Classic Hollywood starke Frauenrollen gezeigt werden. Und ich finde es sowieso stark, dass Olivia de Havilland wunderbar diese Entwicklung dargestellt von diesem armen kleinen Lämmchen zu einer Powerfrau, zu einer Diva. Und das ist einfach das, was ich an ihr unglaublich schätze und mag. Ja, ich überlege auch gerade der Unterschied von meiner aufgestellten These, wenn du jetzt sagst, hier die beiden, der Vater und die Tante, die eben alleine sterben und ihr das gleiche Schicksal blüht, in Anführungszeichen, ist der Unterschied natürlich, dass der Vater und auch die Tante jemanden an ihrer Seite hatten, während sie dann quasi allein immer war und gewesen sein wird. Also ich meine, ich habe ein bisschen so dieses Problem, ne? Sie ist für mich irgendwo zwischen 18 und 30 Jahre alt und ich habe mich gerade auch mal gefragt, ist das eigentlich ihre erste Liebe? Also, ja, klar. Ne? Genau, also ich habe auch so dieses, ja, jetzt haben sie sich einmal gesehen und dann, ich glaube, noch vor dem ersten Kuss sagt sie, ich liebe dich, ne? So, wo ich auch so denke, ja, ist jetzt natürlich. Na gut, bisschen, das, guck mal, spielt 1850, ich kann's 1849, verstehen. Ja, ja. Ne, in der Zeit, das ist ja noch eh noch was anderes. Also ich fand es auch nach einer Woche schon zu sagen, ich liebe dich und wir machen uns einen Antrag, ist auch heftig, weil ich glaube schon, dass auch in der Zeit dieses, bevor die Verlobung kam, dass man da doch öfter mal ins Haus gekommen ist und sich sozusagen begutachtet hat und kennengelernt hat. Das ist halt dieses Werben halt war in dieser Zeit ja auch noch döller. Ne? Das ist, denke ich auch, da verstehe ich den Vater schon, wenn er sagt, na, das geht aber zackig hier. Es ist schon, das sehe ich auch genauso. Da ist ja dann der Morris sehr, sehr offensichtlich. Ne? Aber gut, man darf ja auch nicht vergessen, die erste Liebe ist eine intensive Liebe. Das kennt jeder. Und dann ist man halt sozusagen in Emotionen getrieben und nicht Kopf gesteuert. Ja. Wie ist das eigentlich, der Film sagt, das spielt vor 100 Jahren, aber würdest du sagen, er hat dann eben auch, also A, zu der Zeit, in der er herausgekommen ist, einen aktuellen Bezug, den er eben sozusagen symbolisch verdeckt, dadurch, dass er 100 Jahre früher spielt und
Genau, machen wir erstmal dieses. Also, Meinst du, der aktuelle Bezug ist, dass der Film spielt kurz vorm Bürgerkrieg und jetzt haben wir sozusagen den Zweiten Weltkrieg hinter uns? Oder? Ja, ja, genau. So, also, so in die, genau. Ja. Also siehst du das da irgendwie oder denkst du, nö, das ist nicht, das ist ein Spiel einfach in dieser damaligen Zeit und Also ich sehe es in der Form jetzt nicht so, weil die einzigen äußeren Einflüsse, die dargestellt werden, also sind ja sozusagen dieser Stand nochmal, der betont wird und dann halt die Tatsache, jetzt der hier nach Kalifornien im Westen entwickelt sich jetzt hier langsam was, die Westen, also das wird ausgebaut. Aber ich finde das schon, dass es sehr kammerspielartig selbst gehalten ist für mich persönlich. Aber es ist schon so, das Spiel vom Krieg, deswegen denkt man sich halt auch so, Morris, hahaha, jetzt musst du eh bald in den Krieg ziehen, wer weiß, wie alt du da bist, als Strafe nochmal obendrauf. Ich sehe es persönlich in der Form nicht. Ja, ich überlege gerade, also ich habe mir gerade nochmal dieses 1001 Filmbuch in die Hand genommen. Irgendwo habe ich vorhin was gelesen, eben von wegen, ne, weil es ja, also es spielt wieder in einer vergangenen Zeit, aber dass man damit vielleicht auch eine Aussage trifft über die aktuelle Zeit. Und da war es eben auch erwähnt, so mit dem Zweiten Weltkrieg, aber es war eben doch nicht in dem 1001 Filmbuch und ich mich jetzt überlege, wo habe ich das denn gelesen? So viel mehr habe ich mir gar nicht damit auseinandergesetzt. Aber dass man da vielleicht eben auch sowas hat, so von wegen des ja, Kriegsheimkehrer oder so. Also, dass man es ja konkret übertragen kann. Morris war die letzten Jahre in Europa. Das heißt, er war in zur Zeit des Zweiten Weltkriegs sozusagen da, wenn man das so übertragen möchte. Und hat natürlich deswegen nicht gerade sich ein Vermögen aufgebaut, sondern da als Soldat anscheinend gekämpft. Ja, das ist ja aber verkehrt, weil sowohl der Film als auch das Stück hier sagen, es spielt in der Zeit 1850 plus minus. Ja, aber weil es vielleicht auch in der Zeit entstanden ist. Also die literarische Vorlage, das Stück selbst ist dann schon wieder die nächste Frage, weil es 47... Die literarische Vorlage ist 1880 entstanden. Naja, dann kann das ja vielleicht auch... Das wurde inhaltlich so reingetatiert. So. Naja, auf jeden Fall würde es ja passen, wenn man jetzt sagt, ne, okay, die ganze Geschichte spielt offiziell 1850, aber wir leben gerade in 1950. Und das, was diese jungen Menschen so erlebt haben, wenn ich das jetzt übertrage auf meine Zeit, dann ist das eben, ja, der war in Europa im Krieg, also hat im Zweiten Weltkrieg anscheinend irgendwie gedient. Sein Bruder war vielleicht noch erfolgreicher in dieser Zeit. Ja, aber das ist ja nicht so intendiert. Also ist ja egal. Das siehst du auch an den Kulissen, das kannst du ja nicht intendieren, weil du nicht in die Zukunft gucken kannst. Du kannst nicht sagen, okay, in 100 Jahren werden wir wieder so einen großen Krieg haben, deswegen wird der in Europa gewesen sein und wir werden das gewonnen haben oder so. Ist ja nur das, was man vielleicht auch reinlegen kann oder was man der Filmemacher dann ja vielleicht im Gegensatz zu den literarischen Vorlagen, die da entstehen. Aber der Film übernimmt ja diese 1850er Vorgabe, das siehst du an den Kleidern, ja, an den Kulissen. Ja, das darf er ja auch machen, aber muss ja trotzdem nicht heißen, dass er nur über die damalige Zeit erzählen will, sondern es kann ja auch ein Kommentar sich darin zeigen auf die aktuelle Zeit. Dann ist es ja sehr, sehr negativ gehandelt, dann werden ja sozusagen Soldaten als nicht, also wenn ich das jetzt von dieser Interpretation übernehme, dann würden ja Soldaten sozusagen als so von der Oberschicht halt das Kakerlaken gehandelt haben, wären die halt nur auf Diebstahl aus sind und nicht um ihre eigene Arbeit sozusagen sich hochzuarbeiten. Das ist schon, das wird ja dann in der Sicht ein sehr negatives Bild zeichnen. Ja, man könnte auch sagen, halt, ne, es wird wieder verächtlich auf die nächste Generation geguckt, so von wegen, ja, wir hatten noch Werte und na gut, es gibt ja auch dieses positivere Beispiel eben von Morris Cousin oder Bruder, was auch immer das nur ist, der sich ja anscheinend als arbeitsam zeigt und so. Aber dass es eben auch sowas gibt. Also wie gesagt, ich sage auch nicht, dass das jetzt alles so völlig kohärent ist und alles, aber dass man natürlich so eine Parallele grundsätzlich erstmal ziehen kann. Also von der zeitlichen Linie, da klar. Wo das dann hinführt, ist dann eben die andere Frage, wo es nicht. Aber ich finde das halt nicht ganz stimmig, weil ich das halt, weil ich das Bild halt sehr negativ sehe, weil was ich halt gerade in Amerika als nicht passend empfinde, weil ich glaube nicht, dass, Krieg mag keiner, um Gottes Willen, aber es ist schon so, dass gerade durch den Patriotismus, der in Amerika herrscht, gerade Armee und Soldaten nicht negativ wahrgenommen werden. Na, also jetzt wird es nochmal ein bisschen exkursorischer. Außer vielleicht im Vietnam. Genau, nehmen wir nämlich zum Beispiel mal Rambo, wo es genau darum geht, dass der Kriegsheimkehrer völlig unwillkommen ist, dass er sowohl von, ich bin nicht ganz sicher, wie es mit den Einwohnern ist, aber dass er von der vom Staat, in diesem Fall der Polizei, sehr deutlich gesagt bekommt, du bist hier nicht willkommen, geh weg, wir wollen dich hier nicht. Das ist doch bestimmt im Vietnamkrieg, oder? Ja, das habe ich ja gesagt.
Ja, ja, im Vietnam hat er alles verändert. Aber ja. wenn wir jetzt von dieser Darstellung ausgehen, dann würden wir uns ja am Zweiten Weltkrieg orientieren. Und da waren ja die Amerikaner die Befreier der Welt. Also, ja, aber vielleicht ist das eben der eine Soldat, der nicht so hoch dekoriert ist, wie eben zum Beispiel sein Bruder Cousin, von dem jetzt nicht gesagt wird, dass er in Europa war oder so. Aber man könnte aber auch eben auch sagen, ja, die finden es vielleicht gut, dass du in Europa gekämpft hast und die Welt gerettet hast, aber du musst jetzt auch mal was aus deinem Leben machen. Du hast ja da nur rumgedallert, ne? Du hast ja broadened his acquaintances oder irgendwie sowas. Also er hat seine Kontakte ausgebaut, so ungefähr. Und, ja, hatte Spaß, ne? Also. Das würde dann natürlich diese ganze Kriegsgeschichte ein bisschen merkwürdig erscheinen lassen. Nee, aber wie gesagt, ich will es nicht überstrapazieren, aber natürlich sollte, finde ich, kann man ja sowas eben auch immer mal gucken, zu sagen, so wann ist dieser Film entstanden, was war in dieser Zeit gerade so. Ne? Und also ich muss ehrlich sagen, ich schätze immer wieder deine Übertragung und ich finde auch manchmal auch deine Gedankengänge der extrem schlau oder kreativ, wo ich halt manchmal denke, oh Gott, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Aber in diesem Fall, glaube ich, würde ich nicht mitgehen wollen, naja, was das angeht. Ist ja auch halb so wild. Einfach nur jetzt aus der Argumentation des Zeitgeistes heraus. Hm. Ne? Also, weil es ist einfach. Also müsste man vielleicht noch mehr gucken, also, dass ich jetzt da auch nicht so sattelfest bin, das Thema amerikanische Gesellschaft in der direkt in der Nachkriegszeit und sonst wie was, aber. Also schon, das Bild wird ja schon sehr häufig vom stolzen Soldaten gezeigt. Ja, ja, das stimmt natürlich. Und das ist schon so. Und ich weiß, also die Wende kam ja mit dem Vietnamkrieg, das war der Knick. Der Koreakrieg wird ja von Amerikanern selbst gerne mal vergessen, dass das da was, die dabei waren, aber der Vietnamkrieg mit den Babykillern und was da alles war und der Unnützekrieg und was weiß ich, was da alles so war. Ja, die ganzen Lügen und die Hippie-Bewegung, die sich dann sozusagen, diese Antikriegsbewegung, die sich das erste Mal so extrem in dieser Form aufgebaut hatte, das war schon sehr, sehr prägend, aber das ist schon. Und vor allem eben, dass man öffentlich zugänglich gemacht hat, dass die Regierung gelogen und betrogen hat, um diesen Krieg zu führen und zu verlängern eben auch. Das war ja auch so ein ganz großes. Ja, aber das wäre schon wieder New Hollywood, nicht im Classic naja, Hollywood. Das, genau, das ist dann eben an vielerlei Stellen ein Umbruch. Ja, ich meine, wir sollten wahrscheinlich auch so langsam zum Ende kommen und weil du gerade eben ne, die Thema Deutung, ich möchte jetzt damit nochmal das aufgreifen, was ich ganz am Anfang mit erwähnt hatte, diese Treppe, was ich gar nicht weiter ausgeführt hatte, die eben immer wieder prominent oder vielleicht auch mal nicht so prominent ins Bild gesetzt wird, häufig prominent, manchmal nicht so prominent, aber sehr, sehr häufig eben da ist. Ich behaupte mal, wir sehen zwar das obere Ende der Treppe mal, aber wir sind nie am oberen Ende der Treppe. Wenn wir auf der Treppe sind, dann sind wir auf der halben Etage. Wir sind nie auf der oberen Etage. Also der ganze Film spielt nie auf der oberen Etage. Alles spielt sich im Erdgeschoss ab. Das stimmt nicht. In dem Film sind wir mal in ihrem Zimmer. In ihrem Zimmer am Anfang, wenn die Tante reinkommt, wo sie jetzt erstmal diesen kecken Austausch haben und dann natürlich auch, als sie zur Tante hochrennt und sagt, ich bin verlobt. Also, dass sie da in ihrem Zimmer sind, das würde ich noch mitgehen. Das andere kriege ich gerade nicht genau abgerufen, was also einfach nur bedeutet, ich bin mir nicht sicher. Es ist sehr gut möglich, dass das so ist. Okay, na gut, das entkräftet das minimal. Entschuldige. Ein sehr großer Teil des Films spielt im Erdgeschoss. Ja, das stimmt. Aber selbst dann, selbst wenn sie zur Tante, rennt sie zur Tante hoch, rennt sie da direkt auf der Etage lang oder kommt sie da direkt schon ins Zimmer rein? Das wäre jetzt. Sie kommt Frage, direkt ins Zimmer rein, aber gut. Die Tante geht zum Schlafen gehen immer hoch. Also ja, dass sie hochgeht und so ist alles okay, aber ich bin der Meinung, wir sind eben nie oben mit auf der Treppe. Also natürlich, wenn wir dann im Zimmer sind, hieß es, wir sind auf der Etage. Naja, gut, aber nichtsdestotrotz, das ist dann die eine Ausnahme von, um diese Theorie zu bestätigen, eben, dass wir am Fuße der Treppe sind, dass die Treppe im Hintergrund ist, dass wir irgendwie, dass die Treppe einen Teil des Bildes einnimmt und irgendwie Sachen an den Rand drückt und zeigt hier, dass sie für mich ein Sinnbild oder ein Symbol ist in mehrfacher Hinsicht. Sie ist zum einen, wenn Morris eben nicht in der Nacht kommt, um sie noch zur vorgezogenen Hochzeit abzuholen, ist es eben so ein dieser unendlich lang scheinende Gang für sie hinauf, unendlich scheint, also das ist eigentlich diese Trauer. Er scheint Trauer, auch aus der Perspektive für mich unendlich. Diese Trauer, die eben unüberwindbar scheint, also ja. Dass sie da eben sehr lange wird sie dann eben auch, weil wir auf der halben Treppe sind, so wird sie eben, wir gucken auf sie hinab. Sie ist ja auch relativ dunkel gekleidet dann eben, um da nachts loszureisen und so. Es ist alles sehr düster und traurig in diesem Moment.
dann eben dieses Thema der Wiederholung ganz zum Schluss, wenn sie mit dieser leuchtenden Lampe und dann auch mit einem Lächeln, einem strahlenden Gesicht emporsteigt, hinaufsteigt, eben dann total positiv dargestellt ist, diese Treppe, und die da eben, wie gesagt, immer wieder eingefangen wird. Ja, tolle Treppe, super, geil. Also da fallen mir drei Sachen zu ein, die ich gerne sagen möchte. Ich fange immer mit einer kurzen Anekdote ein, dass ich die nicht mal rauswerfen kann. Die Szene im Regen, wenn sozusagen sie den Morris nochmal auf der Treppe, auf der Draußentreppe, dann sagt, ja, ich verzichte auf mein Erbe, lass uns durchbrennen. Ich habe mal gelesen, dass die 39 Takes oder so gebraucht haben und am Schluss ist sie in Ohnmacht gefallen. Weil sie die ganze Zeit im Regen stand und so. Das ist mir gerade nur so eingefallen, was du gesagt hast. Der zweite Punkt, den ich sagen möchte, ist, wenn es in der Abschlussszene ist, wo sie dann halt aufsteigt und mit dem Licht, nur wo sie halt beleuchtet ist, diese starke Szene und den wunderschönen Soundtrack, die letzte Szene, jetzt meine ich jetzt, ne? Ja, ja, ja. Hätte für dich sozusagen sich das beeinflusst, wenn sozusagen in der letzten Perspektive, die man von ihrem Gesicht sieht, wenn sie gelächelt hätte? Sie hat ja auch ein bisschen gelächelt. Also sie hatte schon einen, ja, aber nicht exzessiv. Also sie hat einen verhältnismäßig positiven Gesichtsausdruck. Ja, weil sie vorher mal sehr besorgt geguckt hat. Aufgenommen. Ich überlege gerade nochmal doppelt, ob sie da eigentlich so eingefangen ist, dass wir die Stufen, die sie hinaufsteigt, gar nicht richtig sehen. Oder ja, ob das jetzt meine Einbildung ist. Dass es also noch mehr der Eindruck ist, sie schwebt nach oben. Finde ich auch, ja. Dass das eben nicht mehr der normale Gang ist, sondern dieses Aufsteigen, Emporsteigen, so dem Himmel zugewandt. Das sehe ich auch so. Gutes Auge. Da dann wieder dieser Punkt. Und deine Frage habe ich jetzt, glaube ich, beantwortet, indem ich einfach behauptet habe. Genau, und jetzt komme ich dann deswegen auch schon zum dritten Punkt. Ich finde allgemein, dass in Classic Hollywood oder in älteren Filmen, gerade in Schwarz-Weiß, sehr, sehr viel mit Treppen gearbeitet wird. Also wenn ich habe jetzt... Also ja, diese Herrenhäuser, ne? Ja, so viel, ja, genau. Also das Erste, was mir natürlich einfällt, ist natürlich, bis das Blut gefriert. Das ist ja für mich die schlimmste Szene überhaupt, diese Treppe. Das ist immer dieses, jedes Mal dieses, man kann den Film 100 Mal sehen, kommt die Szene, brüllt Kali immer mehr. Ah, weil ich mich jedes Mal weiß, was kommt, und trotzdem erschrecke ich mich jedes Mal. So, und der zweite Punkt, was mir natürlich auch jetzt einfällt, weil du das auch mit unendlichen Treppen gesagt hast, ist natürlich auch ein Element, was unglaublich stark ist bei der Prozess mit, gut, das sind jetzt in den 60ern oder so, ne? Später mit Anthony Perkins. Ja, ich meine, Anthony Perkins Psycho, ne? Also da ist auch das Treppenhaus. Das ist genau, das ist auch das Treppenhaus. Also wie gesagt, gerade die Verbindung mit einem Herrenhaus, jetzt, also... Wie geht für eine Leiche oder hier, was geschah mit Baby Jane? Genau das Gleiche. So, oder wenn jemand die Treppe dann runtergestoßen wird, solche Geschichten. Ja, auch die ganzen Cary Grant und Catherine Hepburn Filme haben auch immer diese Treppenelemente mit drin. Also habe ich jetzt nicht ganz konkret was im Kopf. Und ich weiß, es gab mal in dem einen Forum, in dem ich mich rumgetrieben habe, war dann auch mal jemand, der meinte, ja, er möchte hier gerne Szenen sammeln, in denen es um Treppenhäuser geht, ne? Und fällt mir jetzt, also deswegen fällt mir zu sagen. Ich hoffe echt, dass ihm jemand Classic Hollywood empfohlen hat. Der Mieter ist ja zum Beispiel auch, geht es auch um dieses Treppenhaus immer mal wieder. Harry Potter hat Treppen ohne Ende, die sich auch noch bewegen. Oh ja, die sind extrem modern, ja. Das also stimmt. Es gibt endlose Treppen. Ja, auch hier so, auch na gut, das ist ja schon wieder an der Grenze wie Farbfilm, aber High Society hat auch wieder die Treppen, muss man auf und runter in der Aufregung rennt und. Bei 7 laufen sie Treppen hoch und runter. Die Deborah Kerr-Sachen, also wir fallen jetzt sogar also aus dem Stegreif, das kommt also mir alles reingeploppt. Die große Frage ist natürlich, ne, wie kriegt man das dann eventuell noch symbolhaft übersetzt, eben wie jetzt hier, das sich so super anbietet und relativ deutlich ist, finde ich eben, ne, es sind Aufstiege, Abstiege, da werden eben Entfernungen deutlich gemacht. Auch das wieder so ein Punkt, ne, wie ich meinte eben mit den Räumen, der Tiefe, ist auch das so diese Treppe, die irgendwie wirkt wie, Wenn du diese Treppe, so wie die hier gefilmt ist, hochgegangen bist, dann bist du ungefähr 100 Meter Höhe. Das ist wie wenn du einen Wolkenkratzer hochgestiegen bist. So, und das ist eben nur eine halbe Treppe da so ungefähr. Ja, aber du kannst es ja in verschiedener Hinsicht, wenn du zum Beispiel jetzt hier Marilyn Monroe hast oder Joan Crawford oder so, wenn die Treppe mit ihrem Pelzmantel runtermarschieren und wenn sie diese edlen Kleider haben, das wirkt immer elegant und immer erhaben. Aber dann hast du, wenn zum Beispiel Betty Midler, die auch elegant ist, oder lang marschiert, dann hast du aber gleichzeitig auch Angst, weil die auch meistens im Thriller oder im Gruselfilm mitspielen, wo man halt denkt, wow. Denk mal noch eben All About Eve, wenn sie auf der Treppe sitzen, auf der Party, und da hin und her geht, bei Sunset Boulevard, wenn sie dann die Treppe hinunterkommt. Aber zum das Schluss, ist ja nun wirklich, ne, dieses, edel, ne? Ja. Titanic. Also das, ich meine, das ist ja dieses... aber das ist auch alles diese Schöntreppen. Ne, das ist ja wirklich dann eben auch wieder dieses Klischee, die Frau, die wundervoll hübsch und zurecht gemacht und eben auch toll aussehen, einfach diese Treppe runterkommt und am Ende wartet der Mann unten und ist wie alles zu schön, natürlich voll fasziniert. Ich liebe diese Tropes. Weißt du welche? Deswegen machen wir noch den letzten kleinen Schlenker im Hollywood-Kino zu... She's All That, She's the One. Freddy Prinze Jr. und Dings kommt runter. Oh,
Ja, eine für keine? Aber sie fällt ja die Treppe runter. Ja, wie heißt denn eine wie keine. Eine wie keine, aber eine für keine. Ein für keinen gab es aber auch, das war ein Nachfolgerfilm. Aber ja, stimmt, aber da fällt sie ja runter, seine Arme. Ja, das ist ja nochmal, ja, genau, das ist, und mit, also genau, dieses Thema aufgreifend und dann eben den nächsten Schritt machend, in diesem Fall den Sturz, das eben schon abwandelt und zu wissen. Ne, also da möchte ich aber auch nochmal eine legendäre Treppenszene nennen, und zwar Caroline zu Hause mit dem Schlitten. Ja, ne? Ja, oder nach der Kanone, wenn sie einmal auf den Dachboden klettert und dann er so hochguckt, ja, netter Biber. Du darfst nach der Kanone nicht mehr. Ja, ja. Ah, genau, also diese Treppe, ja. Also wundervoll. Und ich möchte noch eine andere Szene ganz kurz erwähnen, wenn sie schon mit ihrem Vater gebrochen hat und sie sitzt an dem Webstuhl ist übertrieben, aber sie stickt dort. Mhm. Und dann kommt der Vater, glaube ich, so zur Tür rein, diese Zwischentür. Und spricht sie an und natürlich ist kein direkter Blickkontakt da und dann, wir sehen schon, dieser Spiegel ist schon die ganze Zeit im Bild und dann sagt, ist er fertig mit Reden und dann guckt sie in den Spiegel und guckt damit auch uns und ihn an und sagt irgendwas, was ich auch wieder finde, wie geil ist das wieder. Es wirkt natürlich immer mühelos, ne, aber ich glaube einfach, die werden überlegt haben, so, wie muss ich diesen Tisch jetzt wieder hier rüberschieben, diesen Stickding, wo muss er stehen, wo muss die Kamera stehen, Lichtsetzung und alles, wo ich mich auch überhaupt nicht auskenne, ne? Wo ich wahrscheinlich am Set stehen würde, mach das mal, dann würde ich da stehen, kann der Kameramann das nicht machen? also wie da, und das ist jetzt nur ein kleines Beispiel und das gibt es eben so oft, ja, in dem Film, du hast ja auch gesagt, ne? Hier, wenn die bei der Tanzszene sind am Anfang, wenn sie noch mit ihren Gesten da, wenn er die Daumen so hebt und die beiden Gläser in der Hand hat, alles, das ist ganz viele kleine Details, die eben aus einem vielleicht normalen Film eben diese Stufe höher, die eine Treppe mehr, das eben nochmal auf ein anderes Level heben. Also ich wollte noch was erwähnen, also ich stimme dir komplett zu, um das nochmal abzuschließen und ich möchte nochmal erwähnen, ich möchte mal kurz über den letzten Akt reden. Na gut. Und zwar haben wir jetzt sozusagen, spielt ja also im Stück sind 2 Jahre später, in dem Film klingt es einige Jahre später, da wird ja der Zeitraum gar nicht großartig genannt, sozusagen, wo er sozusagen sich nach Kalifornien abgesetzt hat und sie sozusagen zu Hause ist, ist der Vater vor ein paar Jahren gestorben, erfahren wir bloß. Ganz, ganz kurzer Einschub, ne? Dieses, dass er nach Kalifornien geht, ist ja genau das, was eigentlich der Vater gesagt hat, was er mal machen soll, ne? Ich habe gehört, also wo er mit ihn ja eigentlich loswerden will, ich habe gehört, im Westen kann man was machen, da zieht es die Leute jetzt hin und so. Und das macht er ja, aber auch da macht er nichts aus sich. Und kommt zurück. Na, auf jeden Fall, finde ich, ist man bei ihr sozusagen, merkt man sofort diesen Wandel, wenn sie mit ihrer Tante so redet, mit diesen Kindern so reinsetzt. Erstmal trägt sie hellere Kleidung. Sie hat auf einmal helle Kleidung an. Sie hat die Haare nicht mehr so ganz so streng nach hinten. Sie hat wunderschöne, pompöse Ohrringe. Sie ist draußen. Sie hat ein tief ausgeschnittenes Dekolleté, vielleicht zuvor, wo sie zugeknöpft war die ganze Zeit. Und sie hat auch eine ganz andere Intonation, als sie vorher hatte. Sie redet halt sehr entschlossen und sehr, sehr direkt, also sehr selbstbewusst von der Art her. Und das finde ich halt sehr, sehr schön herauskristallisiert, nach dem Motto, wenn man halt auch gezweifelt hat, dann ist es spätestens in dieser Szene klar, dass sie sich verwendet hat. Und wenn die Tante dann halt in ihrer alten, euphorischen Art reinkommt und sozusagen sie dann so abweisend ist, dann merkst du halt auch in ihrer Intonation und an ihrer, ich sage jetzt mal, betonten Lässigkeit, dass sie halt einen kompletten Wandel auf sich hat. Und die Tatsache, dass halt, wenn dann Morris kommt mit seinem Schnurrbart, der, ganz ehrlich, ihm überhaupt nicht steht, und dann reinkommt, geht er davon aus, dass sie halt noch das kleine, ich sag jetzt mal, das Öhmchen ist, das keine eigene Meinung hat, auch beeinflussbar ist, dass sie gar nicht geändert hat. Und ich finde, sie macht das eigentlich relativ schnell, aber man merkt halt sofort, dass sie halt ganz anders ist von der Art, wie sie mit ihm redet und auch wie sie intoniert und wie selbstbewusst sie halt auch antwortet, im Vergleich zu vorher, wo sie nicht mal die Sätze beenden konnte bei ihm. Und ich finde dadurch wirkt er wirklich wie so ein kleiner, schäbiger Mann, also in der Darstellung einfach, weil erstmal seine Absichten relativ offensichtlich sind, weil er ja noch ohne Vorsicht walten lässt, sozusagen, halt wieder dieses, aber es war alles, sozusagen alles, was er vorhin in einer Woche gemacht hat, jetzt in einem Gespräch abhandelt und gleich so aufdringlich und so dieses Verzweifelt fast schon wirkt und dadurch wirkt sie ja so erhaben und ich finde es einfach krass, dass sie ihre Veränderung so offensichtlich ist und dass er, während wir am Anfang des Films ja sozusagen diese Zeichensprache so hatten, weil er ja so auf sie geachtet hat und versucht hat, auf sie einzugehen, dass er das komplett verloren hat und diese Vorsicht verloren hat. Und dass sie dann halt sagt, für sich halt den Schluss zieht, ja, er ist gieriger geworden. Vorher wollte er nur mein Geld, jetzt will er auch noch meine Liebe. Ha, ne? So. Und das finde ich, ich finde es immer erstaunlich, wie blind und dumm er in diesem Moment ist. Ja, oder vielleicht will er das eben so, ne? Er hofft, dass sie nicht verändert. Also es ist auf jeden Fall wieder eine Wiederholung, ne? Es ist wieder dieses, er kommt nach einer langen Reise, ist er wieder in New York,
die zwei in Kalifornien, vorher war in Europa, also einmal Osten, einmal Westen, wieder versucht er sozusagen, sie für sich zu gewinnen. Ich finde es auch stark, so dieses, was wir eben zunächst auch haben, wenn er das erste Mal bei ihnen zu Hause ist, dass sie sich ja immer so zurückbeugt, ne, dieses, aber eher noch so aus dieser Schüchternheit, und hier ist es jetzt diese Ablehnung. Ne, wenn er sie dann küssen will, das kommt nicht zum Kuss, dann küsst er sie auf die Stirn oder sonst wen, weil ja, sie ja weggeht. Ja, sie antwortet ja auch nur mit Gegenfragen. Ja, genau, also das eben, genau, dieser Verlauf der Szenen ist grundsätzlich ähnlich, aber im Detail hat sich eben sehr viel geändert. Und während er quasi der gleiche ist, er ist immer noch dieser Typ, der halt irgendwie Geld von anderen hat, oder ne, das eine Mal ist das Erbe, jetzt hat er sich von seinem Bruder oder Cousin geliehen gehabt, damit er diese Reise machen kann und wieder zurückkommen kann. Und sie wohnt auch immer noch in diesem Haus, aber sie ist schon weiter in diesem Zeitpunkt. Er nicht. Er ist noch an der gleichen Stelle. Okay, er hat ein Bärtchen, aber sonst hat sich bei ihm nichts geändert. Er ist der gleiche. Ja, höchstens, dass er so jetzt schon noch verschuldet ist, was er vorher nicht war. Und sie ist eben immer noch, sie ist hingegen dafür, hat sich entwickelt, sie ist schon weitergekommen. Aber sie ist aber auch die Einzige, die sich entwickelt hat. Die Tante ist auch noch auf dem gleichen Niveau wie vorher. Ja, gut. Also bei der Tante könnte man eben sagen, ne, die hatte ihren Mann gehabt und die freut sich jetzt quasi, wenn irgendwie andere das auch mal erleben können oder irgendwie auch eine schöne Zeit haben und dass sie sich dann da wiederfindet in irgendeiner Form. So ist meine Deutung dessen, meine positive Sicht auf sie. Mhm. Ja. Ja, genau, diese Szene ist auf jeden Fall auch sehr stark, eben auch wieder mit Mimik und Gestik spielen, ne? Wenn sie eben zurückweicht, wie sie es auch zu Beginn des Films schon getan hat, da aber eben noch aus dieser Schüchternheit und Zurückhaltung ist es hier jetzt eben diese Ablehnung geworden. Und ja, und ich finde aber vorher so in den Szenen, die wir zusammen hatten, wirkte sie mal wie so ein kleines Mädchen, so klein mit Hut, und er wirkte halt so groß und erhaben, und ich finde, das ist genau umgekehrt. Genau, jetzt beherrscht sie diese ganze Geschichte eigentlich. Sie beherrscht alles und sie macht auch kein Hehl draus, und ich finde, das ist schon fast ein Zeichen von Ignoranz oder Arroganz, dass er das nicht mal wahrnimmt. Ich meine, es ist ja, vielleicht ist auch das ja eben diese Umdrehung in der Wiederholung, wenn es zunächst er eben das dominiert hatte und sie das überhaupt nicht so durchschaut hat, ist es jetzt eben so, sie dominiert das. Die Bewegungsabläufe sind aber noch ähnlich, also dass er auf sie zugeht, sie zurückweicht und so, aber dass sie das dominiert und er das nicht bemerkt, so wie es eben vorher genau umgekehrt war. Ja, und ja, das ist ja das Schöne an diesem Film, diese Wiederholung, also du sagst ja immer, diese Doppelungen und Wiederholungen, die sich da andeuten, die sind keine klassischen Wiederholungen, das sind ja nur so Gleichsetzungen so in der Art. Ja. Und ich finde das zum Beispiel krass, man hat das Gefühl schon in der letzten Szene, er ist so klein mit Hut, und dann die Tatsache, dass sie dann entspannt die Treppe hochgeht und er die ganze Zeit merkt, Catherine, 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 und dann auch brüllt, verzweifelt, das macht ihn so klein. Das macht ihn so klein. Ist ja auch schön gemacht, wie so das wirklich ausgespielt, also es wird ja gnadenlos ausgespielt, ne? Er kommt, die Glocke klingelt, die Glocke klingelt, die Hausherrin Mariah, nicht Maria, sondern Mariah, wie es immer wieder betont wird, also die, er kommt dann und dann sagt Catherine so ganz trocken so, nee, das ist für mich, ich mache das. Okay, Mariah, verriegel die Tür. Ja, und er denkt, die Tür wird aufgemacht, ne? Das schon so, dieses Zack, und dann steht, ich glaube, dann steht sie auf und macht sie da auch nochmal die Vorhänge zu, ist das? Nee, die Vorhänge sind. Oder was bei dem davor, also irgendwo ist es ja mal, wo sie die Vorhänge zumacht. Das ist ja noch, wenn die Tante da ist. So, ne? Also, dieses, also auf jeden Fall dieses sich einschließen, dieses Dichtmachen, ne? im direkten wie im übertragenen Sinne, und dann eben dieses aufsteigen, heraufschweben. Aber dieses Zeigen, jetzt weißt du mal, wie es mir ging, nach dem Motto. Ja. Und auch wenn er eine andere Motivation hat, ist das ja das gleiche Demütigung in der Art. Wie sie ja, finde ich, leider minimal zu deutlich da nochmal aussprechen musste, so drehbuchmäßig, dieses ja, fool me once, aber nicht twice, da dann nicht mehr. Ja, aber findest du es denn, dass sie negativ als Person gewachsen ist im Charakter? Nee, sie hat halt leider, also nein, ihr ist ein bisschen eben diese Naivität und Gutgläubigkeit leider verloren gegangen, weil in unserer Welt eben so viel Schlechtes ist oder in dieser Welt so viel Schlechtes ist. Ich würde mir wünschen, sie hätte sich das behalten können, weil eben auch die anderen Menschen so sind und es ein viel positiveres ist, aber sie hat gelernt, diese Naivität und Gutgläubigkeit, damit fällt man eben auf die Nase oder kriegt eben den Herzschmerz. Und deswegen hat sie sich eben einen Panzer zugelegt, deswegen wird die Tür verriegelt, deswegen werden die Vorhänge zugemacht, sich abgeschottet zu einem gewissen Grad von vielleicht nur bestimmten Teilen der Welt oder bestimmten Personen, aber das ist eben die Lehre. Die Lehre ist, ich bleibe nicht trotzdem weiter offen und sage mir, naja, das war halt eben mal so, sondern jetzt eben abzuriegeln. Jetzt könnte man natürlich dagegen erwähnen, es ist ja die gleiche Person, deswegen kann man sagen, vielleicht hat sie sich diese Gutgläubigkeit erhalten,
für andere Menschen in der Welt, aber bei dieser einen Person. Nee, das glaube ich ja nicht, weil das wird ja im Gespräch mit Mariah deutlich. Ja. Dann habe ich noch eine abschließende. Siehst du es denn negativ oder positiv? Na, ich habe das ja von erklärt, wie ich sehe. Das ist, wie gesagt, man kann so und so gehen, aber ich sehe es positiv. Also ich habe jetzt noch eine abschließende Frage von meiner Seite aus. Und zwar, hast du das Gefühl, mein kleiner Französisch-Kenner, dass das ganze Ende schon vorgeshadowt wird, so, also so vorschattiert wird in dem Lied, das er hier singt? Es gibt, genau, das ist ein Omen. Dieses hier, ja, die Freude der Liebe, das ist halt quasi ein Bruchteil einer Sekunde im Vergleich zu dem Schmerzen der Liebe, die man ewig mit sich rumträgt. Und wo sie am Anfang noch gesagt hat, oh, das ist ja wunderschön, wo wir alle gesagt haben, nein, ist es nicht. Ja, also genau, das ist auf jeden Fall ein Omen, also es ist nicht rein zufällig, dass dieser Song geklimpert wird. Aber es ist schon frech von ihm, dass er das klimpert, ne? Scheint sie ja zu begeistern, also alles richtig gemacht. Ja, aber so vom Prinzip. So aber inhaltlich ist das natürlich schon so, dass die Augenbraue sehr stark nach oben geht. So. Ja, du machst mal ein bisschen dezenter, Junge. Ja. Aber ne, das sind eben wieder diese vielen kleinen Sachen. Also ich habe dann so kurz gedacht, wie viele Leute verstehen das jetzt eben, diese zwei, drei Textzeilen? Und wie gesagt, die erste hätte ich noch so mehr halb hingereimt und hätte dann aus der zweiten geschlossen, okay, wenn es erst um die Freuden der Liebe ging, dann wird das jetzt sowas sein wie, okay, der schlimme Teil, der Schmerz, den die Liebe hinterlässt, der wird eben ewig anhalten. Na gut, aber für die Leute, also, die in Französisch nicht so affin sind, wie jetzt Max, hat er es ja nochmal in Zeitlupentempo nochmal als Englisch übersetzt und gesungen. Ja, das ist eben doch recht deutliches Zeichen da. Ja, nee, klar, es ist auf jeden Fall eben ein Omen, was uns da präsentiert wird. Ja, das würde ja auch bedeuten in der Hinsicht, dass Leute wie ich, die beim ersten Mal beim Film noch skeptisch waren, ist er vielleicht doch noch nicht so böse, wie wir jetzt alle annehmen, dass wir alle da naiv waren. Gerade weil er es ja in dem Moment eigentlich gesagt hat. Ja. Tja. Das heißt eigentlich, wenn wir es jetzt am Ende alle sozusagen diese Naivität drauf reinfallen oder nicht mehr drauf reinfallen, dass wir in der Hinsicht ja dann auch schon von der Welt gezeichnet sind. Ich glaube schon, dass der Film sozusagen auf einen wirkt von dieser eigenen Lebenserfahrung. Ne? Also als ich die mit 13 das erste Mal gesehen habe, da war ich natürlich auch eher so naiv wie sie. Und jetzt in der heutigen Zeit denke ich mir auch so, auch Mädchen. Man ist vielleicht auch in der Zeit, in der man eben gerade seine erste Liebe empfindet. Schade dann vielleicht auch für die, bei denen das ähnlich ist oder sowas. Ich war ein Spätzünder. Naja, weiß ich. Ne. Mit 13 war ich auch in Asterix verliebt. Ist ja jetzt auch nicht, ne, kann ja auch sein, dass auch andere Menschen im Alter von 18 bis 30 auch gerade erst ihre erste Liebe erfahren. Aus anderen gesellschaftlichen Schichten oder sonst was. Ja, aber natürlich, ne? Oder wie viel weiß man überhaupt, worum es in dem Film geht oder sonst was? Wie viele wurden zu einem Date ausgeführt in der Hoffnung, dass man einen schönen Abend verbringt und dann muss man sich da vielleicht sehr bohrenden Fragen plötzlich hinterherstellen des Partners oder der Partnerin zum Thema, was haben wir hier eigentlich für eine Beziehung? Weiß man ja auch nicht. Ja. Aber was ich an Classic Hollywood allgemein schätze, sind einfach diese Kostüme und die Frisuren. Ich finde, in der westlichen Welt gibt es einfach keine schönere Ära, abgesehen vielleicht von den Hippie-Filmen. Aber nur, weil da mag ich einfach nur die Klamotten der Frauen und der Jahre. Nee, das Classic Hollywood ist einfach die Ära, wo ich dann denke, wunderschöne Kostüme und Kleider, wie ich das halt immer bei chinesischen Wuxias denke. Das ist einfach dieses, für mich ist Perfektion, das ist Glamour, das ist Hollywood. Also dieser Hollywood-Glamour, den ich heutzutage überhaupt gar nicht mehr empfinde, der ist da einfach so, wie es sein soll, diese Showbühne, das ist für mich so, das ist für mich Stil. Das ist für mich Glamour, das ist für mich Hollywood, das ist das, wo alle sich hinträumen. Also das, wo ich mal verstehen kann, wo halt auch wirklich, also wirklich, wo man halt denkt, es gibt die Menschen und es gibt die Stars. Also weißt du, was ich meine? Und ich finde, das ist so verloren gegangen. Ja, ich überlege gerade, wie ist so Thema roter Teppich oder wenn man bei den Oscars so sieht, wie die da so stehen, das sind ja auch sehr individuelle Kleider, um das mal weder positiv noch negativ zu beschreiben. Aber klar, ne, man hat eben, also auch da hat man diese Distanz, so gesellschaftlich und von der Region her und natürlich hat man hier nochmal diese zeitliche Distanz, die nochmal dazukommt und sich dann eben sagen kann, die sind früher alle so rumgelaufen, was natürlich auch völliger Quatsch also wäre oder nee, so. Nee, aber das waren ja auch wirklich Marken dieses, oder so, so Originale, ne? Und ich finde, wenn man so Hollywood-Verleihung von damals anguckt, wenn man so das ist, also dann doch mal so sieht, wie die halt mit ihrer Pelzdola oder was weiß ich, wenn da reinkommen, aber wenn die halt so, also ich Glitzer hier, Blink hier, also ich weiß auch nicht, aber das sind für mich halt
Steven. Das sind für mich halt. Ja. Das sind für mich echte Stars. So, ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll. Die ganz der Männer, die Schönheit der Frauen, diese Femininität halt auch. Und ich als Hollywood, ich meine, ich gucke ja nun die Oscars echt extrem ungern, ne, weil ich ja mit dir immer nie konform gehe. Aber wenn ich das mal durchgeschaltet habe vor ein paar Jahren noch, wo ich noch nicht den Glauben an diesen Filmpreis verloren habe, da war es doch schon so, dass natürlich haben die schöne Kleider, klar. Aber da denke ich mir halt, ich denke mir halt nicht, wow, das ist ein Star oder das ist jetzt für mich eine Diva oder das denke ich da sowieso nicht. Das ist, ne, das ist für mich halt nicht mehr dieses, das ist für mich dieser Punkt so ein bisschen weg. Also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ja, ich meine, also das hängt natürlich auch zu einem gewissen Grad, glaube ich, eben damit zusammen, dass du eben früher dieses Studiosystem hattest und die Studios eben ihre Stars aufgebaut haben auch, ne? Also dass die nicht nur von selbst sozusagen gewisse Größen geworden sind oder eben weil sie einen Film gespielt haben, sondern dass dann natürlich das Studio auch irgendein Image kreieren wollte und so, was dann ja sich heute eben ein bisschen in Anführungszeichen verloren hat. Also auch heute ist das, dass man dieses Studiosystem hat funktioniert für mich perfekt. Also, ja. ich springe da noch komplett drauf an. Ne? Also, hatte alles seine Vor- und Nachteile. Ja, wenn du dann eben nicht derjenige warst, der zu einem Star aufgebaut werden sollte und vielleicht eigentlich der oder die bessere Schauspielerin warst. Ich gehöre ja nun zum Kreis der Zuschauer. Ich bin ja kein Star oder will aufgebaut werden. Ich bin ja nur der Betrachter. Ne? Aber ich habe einfach nur persönlich, für mich ist ja was so, ich bin ja wie so, was ich ja vorhin schon gesagt habe, ich bin ja sehr Schauspieler und Schauspielerin fixiert und natürlich für mich ein Film jetzt vom Inhalt interessiert, gucke ich mir den auch mal an, aber ich bin ja schon sehr geprägt, dass ich halt auch da sehr, sehr viel auswähle, wenn ich durch Schauspieler mich begeistern, nicht begeistern. Und ich finde halt, dass da halt unglaublich viele Marken so rausgeschossen worden sind, die ja auch wirklich was wert waren oder die mich auch wirklich unterhalten haben oder die ich einfach toll finde. Und natürlich empfinde ich eine Olivia de Havilland extrem talentiert und ich finde eine Marilyn Monroe schauspielerisch nicht so doll. Klar. Also das ist, aber ich finde trotzdem, dass das trotzdem in der Inszenierung auch schön wird. Ich weiß gar nicht, ich habe mal einen Film mit Marilyn Monroe gesehen, ich weiß nicht, wie der heißt, fand ich sie fantastisch drin. Und ich kann, keine Ahnung, welcher das ist. Ich sehe sie jetzt gerade nur im Pool schwimmen vor meinem Auge. Also, das war nicht so trocken. Größte Qualität im Pool schwimmen. Ja, ich glaube, da hat sie auch eine Schauspielerin gespielt. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich kriege jetzt nicht auf die Kette. Ne? Aber in der heutigen Zeit ist es einfach so, dass halt in viele Filme, also gerade durch diese furchtbare, also Entschuldigung, finde ich jetzt Leute beleidige und das meine ich nicht böse, aber diese furchtbare Superhelden-Film-Sache, wo ich das Gefühl habe, wenn ich damit einmal einsteige, dann sehe ich nie wieder andere Filme. Was ich so belastend finde, wenn ich im Kino sitze und dann kommen die Trailer und du sagst immer Trailer raten und dann kommt ein Superheldenfilm, wo ich immer denke, für mich ist nie ein Trailer dabei, weil das ist einfach ein Film, was ich automatisch sowieso nicht gucke. Also, ich finde, das ist so, so. Und ich finde halt, da waren dann natürlich gerade diese Superheldenfilme machen es einfach deutlich, dass heutzutage für irgendwie alles das nur da reingecastet werden. Was für mich zum Beispiel für alle anderen das super marktfähig macht. Und für mich persönlich, für mich nimmt das den Wert der Schauspieler weg. Ich weiß, dass ich in dieser Hinsicht zur Minderheit gehöre, aber ich finde ein Benedict Cumberbatch ist viel mehr wert als ein Marvel- oder DC-Film. Also, Benedict Cumberbatch hat ja auch die Doctor Strange gemacht. Ja, das meine ich ja. Das ist nur ein Beispiel jetzt. Ne? Ja, das ist aber dann vielleicht ist eben so, ne, diese Gewichte. Also einerseits kann man das ja vielleicht auch die moderne Studiogeschichte, weil auch da wieder Schauspieler über mehrere Filme einen Vertrag über mehrere Filme haben oder über mehrere Jahre da gebunden sind quasi, weil sie nicht ausschließlich dafür arbeiten. Und das eben früher vielleicht, ne? Also wenn wir jetzt hier die Erbe nehmen, Literaturverfilmung oder Theaterstücke, die dann zum Film umgesetzt werden, dass das so die Prestigeproduktionen waren, wo die großen Stars aufgetreten sind. Und heute ist das eben das populäre Kino eben der Superheldenfilm. Gut, dann kann es natürlich auch sein, wo meine Affinität, ich habe ja sowieso vielleicht eher diese Neigung zu diesen konditiven Sachen, das sieht man ja auch meiner Liebe zum asiatischen Kino. Und ich bin ja nur auch ein extremer Theater- und Musical-Fan. Mhm. Und das kommt damit werde ich ja komplett abgeholt, auch mit Classic Hollywood. Ja. Das habe ich ja in der modernen Zeit nicht. Da habe ich ja solche Sachen wie Moulin Rouge, oder ich fand auch Rent fantastisch, wo ich ja schon zum Hintergrund gehöre. So modern sind die ja mittlerweile, auch schon ein paar Jahre. Ich glaube, ist Moulin Rouge nicht auch von 2001 sogar schon wieder? Ja, aber es ist ja einfach aus der neuen Zeit ein wunderbares Beispiel für einen. Ja, dann nehme ich halt Sing Street. Auch gut, das ist auch ein Insider, ne? Den hat auch nicht jeder gesehen. Aber ich überlege gerade, ne, wenn du sagst, oder hier Dramen und Melodramen, ist dann heute vielleicht, oder für mich noch so halbwegs, je nachdem, bin jetzt auch nicht so tief drin, aber dass man sagt, eben ja die Nicholas Sparks-Verfilmungen oder
Jetzt sind so diese Young Adult teilweise immer dieses Jahr mit der Krankheit und die Liebe, die nicht unter, die unter einem schlechten Stern steht oder so. Das stimmt, das ist ein Evergreen, ja. Das sind jetzt gerade so vielleicht die Dramen, die nicht mehr ganz so groß sind. Obwohl diese Dinger ja immer wiederkommen, ne? Das ist ja immer so alle paar Jahre neu. Das ist ja nicht, das stirbt ja nie aus, es fließt ja immer so ein bisschen mit. Ich überlege nur gerade, was so Dramen, Literaturverfilmung, was sich da so ergibt gerade für mich oder was mir da so noch eben gerade einfällt aus Hollywood. Also wir haben ja immer diese Phasen gehabt, wir vor ein paar Jahren hatten durch die Twilight-Sache da, das ist ja auch schon wieder 11 oder 12 Jahre her, ne? Aber diese Twilight-Sache hat ja dann auch Tribute von Panem hinterher geschoben und wir haben dann auch, wo ich wirklich sehr dankbar bin, weil mich das komplett abholt, die Edelstein-Trilogie gekriegt aus Deutschland, wo ich jetzt erstmal dachte seit Jahren, oh, deutsches Kino ist für mich sehenswert. Finde ich super. Haben sie wunderbar gelöst, viel besser als ja, das war die Bücher, bin ich zu alt, aber das war diese Phase des Übergangs zu, also natürlich gab es auch vorher schon, ne, sowas wie Rocky hat irgendwie 5, 6, mittlerweile 7 Teile oder sowas, aber wo dann auch Filme direkt so angelegt worden sind, dass es eben nicht ein Film ist, sondern dass gesagt wurde, so, wir machen eine Trilogie hier, ne, Herr der Ringe sozusagen. Und ja, dann, Harry Potter und Herr der Ringe war der Prägung für mich in der Jugend. Daraus entspannen sich dann eben bei vielen dieser, entweder der Versuch, sowas zu machen, ich glaube, was war gescheitert hier, sowas wie Sternwanderer, der Goldene Kompass, die sind ja beide, glaube ich, auch mal gedacht gewesen, dass es rein werden, aber die sind dann eben nach einem Film nicht genug Erfolg. Ja, gut, aber der Goldene Kompass habe ich wenigstens die Bücher gelesen, die drei. Das war es mir dann auch egal, da wusste ich ja, wo die Reise hingeht. Aber was du jetzt eben sagst, ist sowas wie Twilight, da war vorher klar, es ist eine Buchreihe, deshalb man könnte immer sagen, je Buch ein Film, also wir haben auf jeden Fall mehrere Filme oder eben die Brude von Panem war ja auch so angelegt und dann hat man gemerkt, ach, wir machen nicht nur eine Trilogie, wir machen aus dem letzten Teil, machen wir dann immer gleich ein Doppel, zwei Filme und solche Sachen. Ja, gut, aber das war sozusagen die, ich sag jetzt mal, die Prä-Superhelden-Franchising. Ich meine, wir hatten ja schon auch mit Tobey Maguire damals mit Superhelden-Filmen und solche Sachen auch. Das ist auch eine Trilogie gewesen. Das ist ja für mich, ehrlich gesagt, oft meine Bitte. Ich bin ja, bin ich auch ein Spider-Man-Kind und ich fand die Trilogie toll, aber diese ganzen neuen Sachen, da bin ich ja überhaupt nicht mehr drin. Und das, wir haben ja, ist ja nicht so, also du hast mich ja manche Sachen reingenommen. Und ich weiß, zum Beispiel bei Aquaman oder den letzten X-Men, den wir im Kino geguckt hatten, der gefühlt unendlich war und man hätte garantiert, also ich hätte ja spontan, wenn ich ja im Schnittstudio gesessen hätte, ich hätte komplett einfach mal eine Stunde Cut gemacht und rausgeknallt, weil das einfach so unnötig war und das bei Aquaman sowieso. Also so. Ja, bei Aquaman war das und der letzte X-Men, um das nur kurz namentlich zu sagen, ist eben Apocalypse gewesen. Bitte weiter. Also ganz ehrlich, ich kann froh sein, dass Evan Peters dabei war, weil ganz ehrlich, das war meine Motivation echt gewesen, ich hier raus, weil das war für mich ein unendliches Ding und das sind Sachen, die mich quälen, weil ich einfach denke, erstmal endet das nicht. Das ist auch immer der gleiche Scheiß. Also das ist halt, was ist, okay, das kann man ja bei jedem Genre sagen. Das will ich gar nicht mehr abwerten. Aber es ist ja immer das Gleiche, wo ich halt denke, ja, das ist genau so, das ist eine ordentliche Argumentation, warum ich keine Krimis mit Polizisten als Ermittler mag, weil das immer der gleiche Mist ist. Also das sind gewisse Sachen, da wächst man einfach raus. Und ich glaube, wäre ich jetzt 15 Jahre jünger, würde ich auch die Superheldenfilme gerne gucken, weil das wäre für mich was Neues. Das ist mit unserem Alter, weil wir auch relativ viel schon in unserem Leben gesehen haben. Ist das ja eher hatten, was wir Neues. Wir schon nicht, Blade. Was brauchen wir dann noch? Habe ich nur den ersten Teil gesehen. Weißt du? Weil eher der und halt X-Men so. Und dieses andere. Ja. Ja, ich meine, die alten X-Men-Dinger, die waren ja noch gut. Da hast du ja nochmal noch diese Nazi-Vergangenheit und dieses KZ und sowas gehabt. Ich meine, auch die in Anführungszeichen neueren eben, ne? Fassbender und James McAvoy. Ja, das waren die ersten, die fand ich auch gut, Fanden wir auch sehr stark. Und dann Apocalypse war halt dieses Problem, ja, jetzt geht's halt um die ganze Welt und komm, wir machen alles kaputt. Oh, diese Szene zum Schluss, wo du denkst, oh, der Film ist zu Ende, ich muss auf Klo, Gott sei Dank, und dann kommt da noch eine ganze Stunde. Das werde ich nie vergessen. Also, das sollte jetzt hier noch kommen. Oh Gott, dann geht der nächste Fight auf einmal normal los. Ich habe gedacht, die haben sie gerade alle geklärt. Also das sind für mich so eine prägende Sache und ich finde es einfach nur belastend, glaube ich, mit Superhelden, das ist für mich jetzt ein Negativbeispiel, weil was ich zu dir meinte, egal, das geht ja schon seit über ein Jahr so, wenn ich im Kino sitze, alle Trailer, die ich gucke, die ich immer hingeworfen kriege, sind Kinderfilme oder nur Superhelden, man hat das Gefühl, da kommt gar nichts anderes mehr im Kino. Und das finde ich einfach so schade, weil das einfach so viel kaputt macht. Und gleichzeitig, wenn ich jetzt schon in der Meckermodus bin, ne, dann möchte ich an dieser Stelle noch eine Sache loswerden, weil das für mich am meisten ankotzt, echt. Mulan nicht ins Kino zu bringen, finde ich so egoistisch. Das ist der einzige, wo ich mich seit Jahren drauf freue, sie im Kino zu sehen. Jetzt habe ich es gesagt. Müssen wir mal gucken, in welchem europäischen Land eigentlich Disney Plus noch nicht ist und da müsste er dann im Kino kommen. Also den gucke ich mir in Korea an, das sage ich dir jetzt schon. Also ich finde das so eine Frechheit. Das ist für mich, also, wenn das nicht auf DVD rauskommt, dann bin ich aus der Nummer raus. Ich werde mir nicht Disney Plus holen. Also, Disney Plus den Film nochmal extra kaufen. Also, niemals. Meine Meinung hatte ich dir auch schon mal gesagt. Ich kann verstehen, dass Disney mittlerweile auch unter finanziellem Druck steht, dass also die tollen Aktionäre gesagt haben, so jetzt holt mal Geld rein und eben gesagt haben, na gut, dann schleudern wir das eben auf Disney Plus raus.
Was ich eben leider, was ich bedauernswert finde an dieser Strategie, ist, dass man gesagt hat, es ist auch wirklich nur über Disney Plus, über dieses 30-Dollar Zusatzding kannst du diesen Film kaufen und es gibt keine andere Möglichkeit. Selbst wenn die Kinos sagen von sich aus, okay, dann macht ihr eben nur Werbung für den Disney Plus Start und nicht fürs Kino. Ich möchte ihnen trotzdem zeigen, dass sie sagen, nee, gibt's nicht, Punkt. Ja, also das finde ich halt doof. Man kann auch beides anbieten. Ich kann natürlich auch andersrum dann wieder verstehen, wenn sie das gemacht haben, wenn sie gesagt haben, okay, wir starten den zeitgleich im Kino und dort, dass dann die Kinos gesagt hatten, wir brauchen unser Auswertungsfenster und ich bin ja nochmal selbst im Kino tätig. Ich bin, glaube ich, deutlich nüchtern realistischer, was dieses Auswertungsfenster angeht und wie lange sich das noch halten wird oder nicht oder ob das kürzer und länger wird. Kann ich auch verstehen, aber ich meine, wir haben jetzt immer noch eine Ausnahmesituation. Ich finde, das wäre der Weg gewesen. So wie, ich glaube, mit Bill und Ted hier, Teil 3, würde es zum Beispiel ähnlich sein. Den haben sie, glaube ich, auch gesagt, startet zeitgleich in den Kinos und als Stream. Und ja, dadurch werden wahrscheinlich manche Kinos Besucher verlieren. Aber es wird immer noch die geben, die sagen, ich gucke mir das dann lieber im Kino an. Und gerade wenn ich diese Auswahl habe zwischen, ja, ein Kinoticket kostet Geld, völlig überraschend, aber ob ich den nun zu Hause mir 30 ausgebe oder ins Kino gehe, naja, das finde ich eben schade, aber so ist das eben. Man kann natürlich an Mulan noch ganz andere Sachen nicht so toll finden, ja, also wie zum Beispiel, dass also die Hauptdarstellerin sich ja komplett auf die Seite der Polizei und gegen die Hongkonger Demonstranten gestellt hat und alles, ne, das wäre politisch und ich trenne privat und Arbeit, aber ich zeige hier ganz doll auf die Laufzeit, bevor wir das Thema jetzt auch noch aufmachen. Ich möchte an dieser Stelle sagen, Disney, ihr habt mich verloren und das als Musical-Tante, das ist echt ein hartes Ding. Also das ist für mich eine Sache, da fühlte ich mich wirklich persönlich attackiert durch, weil ich das echt, weil ich halt mir nicht, ja, nee, finde ich. Das ging ja schon mit Hamilton, ging es ja schon los, ja, stimmt. Das finde ich doch genauso, aber ich, ganz ehrlich, da habe ich noch die Hoffnung, dass wir irgendwann Hamilton nochmal auf Broadway, auf dem Broadway-Channel haben. Echt. Ja. Also zumindest, wenn es durch ist irgendwann, dass so, es da kommt. Haben wir den Großkonzern auch nochmal abgewatscht an dieser Stelle? Naja, aber das ist eine Sache, nicht diese super tollen und nur auf die Freude der Zuschauer bedachten Studios. Naja, aber ich muss ja auch ehrlich sagen, ich gucke ja so selten westliche Filme mittlerweile. Und meistens eigentlich nur hier. Und wenn du mich ins Kino schleppst, wo ich auch nicht oft mitkomme. Und ich gucke ja fast nur östlich nur. Und ganz ehrlich, und alles, was im Kino angeboten wird, den Superhelden, das macht es mir auch nicht irgendwie leichter, aus dieser, mein Verhaltensmuster zu ändern. Tatsächlich, ich merke jetzt selber, wenn ich ins Kino gehe, dann sind es ja meistens eher die koreanischen oder chinesischen Filme, die ich mir angucke. Oder BTS-Filme. Um jetzt mal relativ zu graben, aber ja, aber das ist halt so, ich finde das, wie sich das Kino entwickelt und was mit dem Hollywood, ich weiß nicht mal, wie man die aktuelle Phase von Hollywood bezeichnet, weil Blockbuster-Kino ist das für mich nicht das mehr. Zeitalter, doch, das ist eben das Zeitalter der Superhelden, ist das, oder der Comic-Verfilmung. Ja. Das, was eben die großen. Ja, aber das Schweine ist aber, wenn ich jetzt so also die Classic Hollywood und den New Hollywood und dann habe ich Blockbuster, dann ist die nächste Phase Superhelden-Kino. Ich meine, das würde mich ja meine Argumentation wirklich Naja, also du kannst ja, also wenn man jetzt eben gerade nur auf das Einspielergebnis guckt, dann sind das eigentlich die Dinger, die vorne sind. Dann hast du halt noch die anderen, oder die Zeit des Franchises vielleicht, der Serialisierung von Filmen, die nie enden, dass es immer weitergeht. Und der nächste Teil, Fast and Furious 7 ist plötzlich der erfolgreichste Film des Jahres. Star Wars, haben wir eine neue Trilogie. Ja, gut, da bin ich ja ausgestiegen. Ne, also dass eben nicht mehr der einzelne Film, nicht mehr Avatar, der alle Rekorde wegflämmert, sondern die 20. Marvel-Verfilmung Avengers Infinity War, der Abschluss dieser Filme. Sollte nicht irgendwann mal Avatar 2 kommen? Ja, 2, 4, 5 sind alle, die 2, 3, 4. Was? 2, 3, 4, 5. Die sind alle terminiert, die werden regelmäßig, alle paar Jahre werden die dann nochmal ein Jahr verschoben. Also die sind ich werde wahrscheinlich eh nicht gucken. Aber also jetzt ist, glaube ich, aktuell Weihnachten 22 soll der zweite rauskommen, glaube ich. Aber das, ne, also hat sich durch Corona nochmal ordentlich verschoben und dadurch, dass jetzt alles bei Disney ist, vorher war Avatar ja Fox, müssen die natürlich gucken, wo sie Star Wars, die ganzen Comic-Sachen und quasi, wer kriegt denn mal einen Weihnachtsslot? Und kriegen sie das dann eben im Wechsel und so. Also das verschiebt sich regelmäßig. Die James Cameron hockt da immer noch dran und weiß ich, wie umfangreich. Aber du hast recht, wir sind im Zeitalter der kreativlosen Fortsetzung. Das stimmt.
Ich meine, manche Sachen war ich ja auch dankbar. Also über Conjuring habe ich gefreut, dass ein zweiter Teil kam. Ja, ne? Auch das ist ja eine Serialisierung, ne? Genau. Aber ich mag ja allgemein Horrorfilme, die auf 70er getrimmt sind, wie Greg Mitchell. Es ist eben dieser Punkt, dass du hast deine Intellectual Property, deine IP und das kennen die Leute eben, das gucken sie sich an. Während eben die Sachen, die keiner kennt, die sind dann eben kleiner oder meistens kleiner oder nicht auf einer Vorlage beruht und dann ist immer gleich, ja, dann haben wir viel weniger Geld und so. Und das ist dann, was dann so in den anspruchsvollen Kinos läuft, da wo ich arbeite. Unglaublich, dass du mich jetzt an Hamilton erinnert hast. Ich habe das so verdrängt, aber ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir das irgendwann nochmal in London sehen. Naja. Ja, haben wir nochmal einen kleinen Exkurs eingeschoben. Aber weißt du zufälligerweise nochmal, bevor wir es beenden, wenn wir gerade über Hamilton reden, ist das eine Verfilmung mit Jonathan Groff an der Hauptrolle als König? Der ist dabei, auf jeden Fall. Ah, dann muss ich, also ist der, ich meine, das ist dieses der Originalcast aus vom Broadway, genau. Ah, ich liebe Jonathan Groff. Ja, damit kommen wir zum Ende. Entschuldigung. Und, also würde ich jetzt sagen. Ja, heute sind wir ganz schön oft abgeschwiffen. Ich meine, wir haben nicht umsonst hier knapp 2,5 Stunden auf der Uhr. Aber ganz interessant, dann könnt ihr mal uns persönlich kennenlernen. Ein kleiner Versuch, in die Fußstapfen des Enough Talks zu treten. ja, das war eigentlich soweit unsere Besprechung zu Die Erbin. Wie eingangs erwähnt, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und diese Sprechung jetzt schon gehört habt und ihn vielleicht doch nochmal sehen wollt, wir haben eine DVD des Films abzugeben, eine gebrauchte DVD, keine Neuware. Und dazu müsst ihr einfach nur den Beitrag, den wir hier veröffentlicht haben, auf wiederaufführung.de, diese Folge einfach kommentieren bis zum 31. Oktober 2020 und uns sehr gerne mal wissen lassen, ob ihr einen Lieblingsfilm aus der Zeit des Classic Hollywood habt oder vielleicht habt ihr noch nicht so viele Filme daraus gesehen oder noch gar keinen und was ihr so denkt oder was euch interessiert oder sonst wie. Das könnt ihr uns gerne wissen lassen. Des Weiteren sind wir auch aktiv auf Twitter und vielleicht, einfach nur um das auszusprechen, um mich selber unter Druck zu setzen, vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr bei Instagram. Da gibt es auf jeden Fall einen Account, der aber ein bisschen ruht derzeit. Wir haben die Blu-ray geschaut von Explosive Media, hatte ich glaube ich auch gesagt. Die ist dieses Jahr rausgekommen. Gucken wir kurz, ja, steht auf jeden Fall Copyright 2020 drauf. Wenn ihr meint, oh, jetzt habt ihr hier schon 2,5 Stunden mit Abschweifung darüber geredet und ich würde eigentlich trotzdem gerne immer noch mehr zu diesem Film hören, dann könnt ihr zum Beispiel bei den Kollegen von einem Filmarchiv reinschalten. Die hatten die Erbin in Folge 97 besprochen. Da geht es auch nochmal richtig hart in das Thema Technik rein und eben Filmsprache. Ja, der Ausblick ist, dass wir nächste Ausgabe uns wieder in dem deutschen Film widmen. Wir sind in der Nazi-Zeit dann angekommen. Es geht um Gold aus dem Jahre 1934 mit Hans Albers in der Hauptrolle, dem vielleicht einzigen Science-Fiction-Film der NS-Zeit. Und hast du noch irgendetwas, was du zum Abschluss äußern möchtest und andere Projekte unsererseits vielleicht? Na, ich kann an dieser Stelle noch sagen, für euch ist es wahrscheinlich nicht mehr so interessant, zu dem Zeitpunkt, wenn der Podcast rauskommt, aber aktuell läuft ja das Taiwan Film Festival in Berlin, was halt auch online sozusagen abrufbar ist. Und ich weiß noch nicht, wie wir das machen, ob wir so einen Film rauspicken oder ob wir einen Podcast machen, wo wir über mehrere Sachen sozusagen, die dort gezeigt werden, reden werden. Aber in der Serienoase werden wir auf jeden Fall nochmal ein Special rausbringen zum Taiwan Film Festival. Das sind ja große Worte. Aber das Fest aber geplant. So wie ich mich mit dem Ganzen. Ja. Und dann werden wir uns jetzt in unsere Gemächer zurückziehen. In diesem Sinne kann ich nur mal meinen alten Spruch rausholen. Guckt Filme, habt Spaß dabei. Auf Wiederhören. Bye, bye.